Mensch, herzlich willkommen. Wir haben nur noch auf Sie gewartet. Kommen Sie doch rein. Geht los. Vor den Toren des Haber Club in Köln-Mülheim ist Annette Könemann angekommen. Mit dabei Meister Petz. Ich freue mich auf die Expertise, zu hören, welchen Wert der Bär hat, um entsprechend hinterher vielleicht auch mit einem glücklichen Gesicht nach Hause zu gehen. Dann nichts wie rein zur Schätzung. Der bärige Geselle ist ein Fall für unseren Experten Sven Deutschmanek. Jetzt wird's aber wieder spannend und schön. Ich liebe Spielsachen. Schönen guten Tag. Guten Tag, Annette Könemann. Könemann? Hm? So, Frau Könemann, darf ich Annette sagen? Ja, gerne, ja. Klar. Eine süße Teddybär. Jetzt lassen Sie mich raten. Also, den haben Sie geschenkt bekommen von Ihrer Mutter, die wiederum den Teddybär geschenkt bekommen hat zu Weihnachten von der Oma, oder? Alles ganz anders. Ich dachte, mittlerweile hätte ich jede Geschichte gehört. Gut, jetzt bin ich gespannt. Also dieser Bär stammt aus einem alten Fachwerkhaus. Das hat mein Mann geerbt. Wir haben uns dieses Haus renoviert, bewohnbar gemacht. Und er gehörte unter anderem eben zum Inventar. Seit der Zeit habe ich ihn auch. Das ist jetzt schon eine Weile her. Eigentlich weiß ich nur, dass er wohl den Kindern, die zuletzt, also so um die Jahrhundertwende, da drin gewohnt haben, dass er wohl diesen Kindern gehört hat und dass sie damit gespielt haben. Ich habe recherchiert. Natürlich auch gibt es im Internet ähnliche Teddybären von verschiedenen Firmen oder eigentlich nur von zwei Firmen. Und das war mal ganz interessant, auch von der Preischarge zu gucken, wo liegt das denn überhaupt. Ah, da weißt du, hast schon so eine Idee, ne? So ein bisschen. Dann sag mal, komm mal. Ja, also es gibt tatsächlich Angebote, die liegen zwischen 100 bis 1000 Euro. Ja. Dann ist es aber vielleicht auch ein Steif. Und ich vermute mal, dass das kein Steif ist. Ja, was möchtest du denn haben? Meine Vorstellung war so ungefähr 150 Euro. So, mein liebster Sven. Oh, du allwissendes Geschöpf der Spielsachen. Welche Firma ist es? Soll ich mal raten? Tim? Ich habe ja immer aufgepasst. Ja. Ich würde sagen, das ist eine Bing. Nee. Also, dieser Bär, den wir sehen, das ist ein Rollbär. Und das ist, es gibt ja, wir haben ja schon ein paar Mal so Rolltiere gehabt. Also, hier hat sich kein Kind drauf gesetzt, sondern das ist ein sogenanntes C-Tier. Du siehst hier vorne noch die Kordel und die Kinder haben das dann halt hinter sich hergezogen. Ja. Wir haben jetzt hier das Problem, dass eins von diesen gusseisernen Rädern tatsächlich mal gebrochen ist. Schade. Schade, aber die Kinder haben trotzdem mit weitergespielt und haben dann hier letztendlich die Beschädigung hervorgerufen, weil das Rad lief immer her und hat immer wieder rausgeratscht. Ja. Der Bär selber ist mit Holzwolle gefüllt. Ne? Der sah natürlich mal ein bisschen kuscheliger aus, das ist braune Mohair. Man sieht, dass das hier einiges schon raus ist. Wir haben hier so ein paar Beschädigungen, die probiert worden sind, wieder zusammenzunähen. Es gibt aber Kriterien, die dafür sprechen, dass es sich tatsächlich um Steif handelt. So, natürlich jetzt aber wissen, wie erkennt man das denn? Aber sie freut sich schon, ne? Annette steht schon recht gerade, ne? So, Portemonnaie am Durchzählen, das könnte was werden, ne? So. Also es ist ganz einfach so, dass es kleine Details oder auch Merkmale gibt, die für Steif sprechen. Das sind einmal die sogenannten Schuhknopfaugen, dann die senkrecht gestickte Nase und auch dieses Untergestell. Dann haben wir noch zu dieser Zeit drei Krallen. Ist auch ein Indiz für steif, weil Bing hat bei dem frühen Teddybären vier Krallen gemacht. Ne? Ich würde diesen Teddy so um 1910, 1915 ungefähr einschätzen. So, dann kommen wir doch zur Wertfindung, mein Bester. Wir müssen diese ganzen Beschädigungen natürlich hier berücksichtigen. Einmal das, dann haben wir hier oben noch mal eine Beschädigung. Dieses Lederhalsband, das ist auch echt. Also das hat jetzt nicht irgendwie einer da drum gekaspert, sondern das war tatsächlich da drum. Sie werden im Top-Zustand tatsächlich bis 1000 Euro gehandelt. Aber das Objekt oder der Bär, den wir jetzt hier stehen haben, der spiegelt nicht diesen Top-Zustand wider. Die 100 Jahre haben dem Bären zugesetzt. Wie viel ist er denn noch wert? Nichtsdestotrotz, er ist alt, ist ein frühes Stück, weil Steif selber gegründet 1880. In dem Zustand zwischen 400 und 500. Liebste Annette, das zu verwandeln obliegt natürlich deinem Verhandlungsgeschick. Hier ist die Händlerkarte. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, hier ist dein wunderschöner Bär. Dankeschön. Der ist wirklich hübsch. Liebe Annette. Bedanke mich. Dankeschön. Da vorne geht's den Gang lang. Danke. Bitteschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Die Expertise hat mich total überrascht. Ich hatte den Bären doch nicht ganz so alt eingeschätzt und auch von seiner Wertigkeit bin ich total geflasht. Es war auch sehr interessant zu hören, welche Produktmerkmale das Tier quasi hat, um es als Steiftier einzuordnen. Es ist immer ganz unterschiedlich, was solche Objekte gerade auf dem Markt oder in Spielzeugauktionen bringen. Weil ich muss jemanden haben, der ausgerechnet dieses Objekt haben möchte. Er ist nicht im Top-Zustand, kann trotzdem restauriert werden. Und gerade in den USA gibt es eine sehr große Sammlergemeinde von Steiftieren. Und ich denke, dass die Händler sicherlich zugreifen werden und irgendeinen Käufer dafür schon im Hinterkopf haben. Klein, aber oho, ist das Schmuckstück, das Hartmut Schubert an den Mann oder an die Frau bringen möchte. Ich habe eine Damenuhr dabei, die meine Frau von meiner Mutter geerbt hat. Ich möchte die Uhr verkaufen, weil meine Frau sich eine zeitgemäßere Uhr, die man auch am Alltag tragen kann, davon kaufen möchte. Wie viel der neue Zeitmesser in etwa kosten darf, hängt nun von der Expertise ab. So, bevor wir flochten, da kommt schon jemand. Hallo, erstmal die Dame. Jan, oh, ja. Hallo, mein Name ist Hartmut Schubert und ich habe hoffentlich was Schönes für Sie dabei. Oh, garantiert. Komm ruhig ein Stückchen näher. Mein lieber Herr Gesangsverein, das ist mal Wuchs und Kraft hier. Ich habe hohe Hacken. Ja, die würde ich dir jetzt nicht zutrauen. So, aber die Uhr, jetzt lass mich raten, die ist nicht von dir. Wenn du damit nämlich rumläufst, dann passt der Rest nicht mehr vom Outfit. Der sieht aus Mama. Oma. Korrekt. Mama. Die hat meine Mutter 81, 82 geschenkt bekommen. Die hat vielleicht 10 Tragestunden hinter sich. Also die ach, ist so nie, sieht sie aus. Ja? Die ist, so sieht sie aus. Sehr gepflegt. In sehr gutem Zustand. Und als sie dann 2006 verstorben ist, hat sie die meiner Frau vererbt. Und deine Frau hat sie aber auch nicht großartig getragen. Die hat sie auch nie getragen. Ne? Nie getragen. Nie getragen. So, was war die, wie alt war die jetzt nochmal? 82, glaube ich, ist die gekommen. Ich würde sie etwas älter datieren. Ich schätze mal, in den 70er Jahren, 1970 durchaus. Ja, aber so etwas liegt hin und wieder auch etwas länger beim Juwelier. Ja. Mhm. So, aber warum soll sie jetzt weg? Also meine Frau sagte mir jetzt mittlerweile, dass es einfach zu schade ist, die Uhr einfach so rumliegen zu lassen. Ja. Und sie würde sich jetzt gerne von dem Erlös eine zeitgemäßere Uhr kaufen, die man auch alltäglich tragen kann. Ja. Dann erzähl uns mal ein bisschen über die Uhr. Ich habe noch eine Frage an dich. Schade vor allem deswegen, weil es eine Chopard-Uhr ist. Das ist natürlich eine Schweizer Marke. Und sie ist auch gestempelt mit dem Lux und einer 1. Das bedeutet 750er Gold, also hochwertiges Gold. Und sie hat hier umlaufend eine schöne Lünette aus wirklich wunderbar in der Farbe und auch in der Reinheit. Brillanten in der Größe 3 bis 4 Punkt, das sind 24. Und ein goldfarbenes Zifferblatt und ein interessantes Armband. Ein Kordelband, was man Waliser Muster nennt. Das ist in der Schweiz bekannt. Und ja, Chopard ist natürlich bekannt, eine hochwertige Marke für außergewöhnliche Uhren vor allen Dingen, aber auch für hochwertigen Schmuck. Deine Traditionsmarke. Das ist einfach Bingo, ne? Ja, das hört sich gut an. Ne? Das macht mich schon wieder Freude. Ne? Ja. Das wäre eigentlich schon so, dass man sagen könnte, wir können wieder ein Moped anbezahlen. Ne? Aber wenn eine Frau eine Uhr haben will, wo wir aber beim Bezahlen sind, habt ihr einen, ja, dein Schatz hat garantiert gesagt, pass mal auf, mein Kleiner, das ist die Summe drunter, brauchst du mir nicht nach Hause kommen. Wie hoch ist die Summe? 1.500. Habt ihr euch da schon mal irgendwo informiert oder kommt das einfach so, dass du sagst, den Preis wollen wir haben? Vor 2 Jahren sagte meine Frau, sie ist bei uns auf der Ecke in einem Einkauf gewesen. Ja. Und der fing dann an und sagte, er müsste dieses Uhrwerk rausnehmen. Weil ach, der will einschmelzen, ne? Ja, er wollte also den Schrottwert bezahlen. Und was hat er gesagt, wie viel er Ihnen dafür geben würde? Ich glaube, das lag bei 750. Ja. Hochgoldpreis, denke ich ja auch, es liegt bei 720, 750, ja. Und das ist zu wenig. Kommt nicht in Frage. Ja. Also das finde ich jetzt auch unverschämt, muss ich ehrlich sagen. Vor allen Dingen, wenn die Uhr in dem Zustand ist. Ja, vor allen Dingen, wenn sie eine Chopard-Uhr ist. Ja. Also Damenarmbanduhren lassen sich generell sehr schwer verkaufen, das stimmt schon. Aber Chopard bildet da wirklich eine Ausnahme. So wie andere Marken natürlich auch hochwertige Marken. Mhm. Und deswegen würde ich hier höher gehen, unbedingt. Da sage ich nochmal Bingo. Ja. Ja. Und ich sage auch, Bingo, weil Sie haben wirklich einen Nagel auf den Kopf getroffen. Ich würde hier 1.500 zustimmen. Super. Mhm. Das war ein Dreifach-Bingo. Das läuft. Super. Alle guten Dinge sind drei. Jetzt musst du nur noch das umsetzen bei den Händlern, weil du kennst ja die Händler, ne? Klar. Ja, aus dem Fernsehen. Die wollen ja verhandeln. Ja, also wenn du da gleich reingehst, die werden natürlich sagen, oh, schöne Uhr, schön, ja, Chopin. Die werden alles auch wissen. Ich würde sagen, dir viel Spaß bei den Händlern. Klar, vielen Dank. Danke dir, da vorne geht's lang. Tschüss. Das Expertengespräch, das war eine super Sache. Auch der Horst Lichter ist sehr nett.
Und ich habe gehört, dass es die Händlerkarte nicht unbedingt gibt und bin jetzt natürlich froh, dass ich sie bekommen habe. Ich bin nach der Expertise jetzt doch ein wenig aufgeregt, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass der Bär tatsächlich so interessant sein könnte. Und bin gespannt, was die Damen und Herren mir da zu sagen haben. Bestenfalls haben sie hohe Gebote. Mal schauen, ob die Händler mit dem rollenden Bären liebäugeln. Hallo, guten Tag. Das ist mein Objekt. Ja, das ist ja ganz was Besonderes, was sie da mitgebracht haben. Ist das steif? Das ist steif. Steif. Ja. Könnte sogar Vorkrieg sein. Ne? Ist Vorkrieg. Ganz früh ist das. Schön. Vor dem Krieg. Schade, das Rad ist leider ein bisschen beschädigt, aber mit Stahlrädern, Metallrädern, Lederhalsband. Noch sehr guter Zustand. Wie lange haben Sie den schon? Also ich selber habe ihn jetzt 30 Jahre. 30 Jahre? Mhm. Und jetzt wollen Sie ihn hergeben? Mhm. Also das ist das älteste Steifobjekt, das wir bis jetzt hier gesehen haben in der Sendung. Ja. Hat man noch nie. Mit. Wunderschön. Das machen wir mal. Ja, gehen wir mal in die andere Flanke. Vorsicht. Susanne. Komm, Susanne, du musst ihn haben. Sehr viel Steifsammler. Ich meine, die Preise sind jetzt wieder ein bisschen runtergegangen, aber es zieht langsam wieder hoch, dass die Steiftiere gekauft werden. Ne? Ich habe selber auch gesehen im Internet, die werden gehandelt zwischen 100 und 1000 Euro. Schon klar. Das ist natürlich auch immer eine Frage des Alters. Der Sammler sucht natürlich die Vorkriegssachen, weil die einfach rarer sind als die neuen. Und dann kommt es natürlich auch noch auf den Preis an, wenn jetzt eine Mechanik mit dabei ist, ein Spielwerk oder er bewegt sich von selbst oder sowas, dann ist es natürlich auch sehr gesucht und sehr teuer. Also wenn es im Internet zwischen 100 und 1000 stehen, dann fange ich mit 100 an, ganz einfach. Okay, das ist ja schon mal ein Angebot. Ja, also sehen Sie. Ja, hat schon ein paar Marken, aber ist nicht verkehrt. Hat ja einen Kriecher verstanden. Ich sag 150. Es gibt auch Steifkliniken heute noch, wo man die noch restaurieren kann, weil es sind schon einige Stellen, das würde sich lohnen. Was meinst du, Ludwig? Na, denk schon. Alter? Ja, das ist ja das Besondere an ihm wahrscheinlich. Und er hat ja vorne sogar noch das Bändel, das die Kinder mal hinter sich hergezogen haben. Genau. Ich sag 160. Genügt Annette das schon? So ganz zufrieden bin ich damit noch nicht, weil ich um seine Wertigkeit ja nun auch weiß und etwas schlauer bin, als ich es vielleicht vor ein paar Wochen noch war. Das freut mich ja, dass ich schlau bin. Aber wenn ich jetzt 170 gezahlt werde, soll mir 200 geben, da wird es schon schwierig, weil das Rad kaputt ist. Und das kann man nicht mehr reparieren. Ganz schwer, das Rad kriegt man nicht mehr. Also. Nee, das kann man nur so lassen. Ich würde es reparieren lassen. Okay. Ja, gut. Das ist ja Eisen, das kann man ja schweißen, das geht. Ja, was macht das? Diese Arbeit macht das. Das mache ich selber. Also, bist du Schlosser? Immer schon gewesen, das weißt du doch. Ja, nein, ja, das ist gut. Also 160. Fabian, was ist mit dir? Hm. Naja, schön ist er. Sollen wir den Deal machen? Ich glaube, dann kriege ich ganz gewaltigen Ärger mit meinem Mann. Bei welcher Summe haben Sie denn keinen Ärger mehr zu Hause? Ich sage mal so, die 200er-Grenze, die wäre schon ganz nett. Da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Was halten Sie denn von 180 Euro? Dann können wir auch auf 190 gehen. Annette pokert höher. Gilt der Deal? Gut, das machen wir. Kommen Sie zu mir. Okay. 150, 70, 80, 90. Ich bedanke mich bei Ihnen. Danke auch. Auf Wiedersehen, die Damen. Vielen Dank. Bitte. Und einen schönen Tag. Wiedersehen. Ja, also. Tschüss. Ja, ich bin also schon ein wenig überrascht. Der Unterschied zwischen der Expertise und den Händlern, dem Angebot der Händler ist natürlich schon größer. Das war mir von Anfang an klar. Und bin aber dennoch zufrieden mit dem, was ich erreichen konnte. Es liegt etwas über dem Wert, den ich selber eingeschätzt hatte von diesem Teddybär auf Rädern. Was mich an diesem Bären fasziniert hat, ist, dass er aus den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts ist. Und da lohnt es sich, diesen Bären zur Steifklinik einzuschicken, ein bisschen Geld in die Hand nehmen, ihn wieder richtig aufzupäppeln. Und wenn ich Glück habe, dann machen die von der Steifklinik mir auch einen Stammbuchauszug, wie viel Stück gebaut worden sind und aus welchem Jahr. Und dann ist es ein Knaller.
Ich werde jetzt bei den Händlern hochzocken und unter dem Mindestpreis von 1500 Euro werde ich die Uhr nicht hergeben. Ein Mann, ein Wort. Abwarten, ob die Händler überhaupt auf die Uhr anspringen. Grüß Gott. Sagt der Herr. Hallo. Sah von weitem aus wie ein VHS. Ich hoffe, ich habe was Schönes für euch. Schauen wir mal. Ja, sieht nach Schmuck aus. Ich komme nicht so. Ist Schmuck. Aber es ist Schmuck. Eine Uhr. Damenuhr. Chopin. Sehr gute Marke. Aber ein älteres Modell. Die dürfte so aber 1980 sein, schätze ich. Ist eine gute Manufaktur. Es ist auch schön, dass sie gelb und weiß-gold kombiniert ist. Hast du geschaut, Susanne, ist 14 Karat oder 18? Ah, 18. Ich würde sagen, das Problem bei der Uhr ist eigentlich die Länge des Armbandes. Man kann sie nicht verstellen, man kann kein Glied reinmachen. Also man muss schon den passenden Kunden direkt finden, dem auch das Armband auch passt. 17, 18. Sie ist eine Handaufzug mit Diamanten. Schauen Sie mal. Ja, 18 cm ist aber schon ein gängiges Maß eigentlich. Macht einen guten Eindruck. Ja. Neuwertig, der Lesung. Chopin ist auch eine gute Marke. Gibt's ja heute immer noch. Dann fange ich halt mal an. Fang an, Ludwig. Fang mal mit 1000 an. Das ist ein gutes Einstiegsgebot. Weil die Diamanten sind lupenrein. Ja. Sind gute Steine. Wahrscheinlich wäre es nicht gering für einen Tausender. Nein. So wie ich sie jetzt sehe, sehe ich das. Sagst du mir? Ja, 1100. Susanne, was ist mit dir? Bin noch dabei. Ich höre es ja von euch. 1100 hat der Fabian gesagt. Dann sage ich 1150. Walter, bist du interessiert, eine Damenuhr zu kaufen? Nein. Nein? Der Band ist schön, aber die Uhr ist zu klein. Das ist hier ja nichts drauf. Doch, doch. Es ist halt eine Abenduhr, ganz einfach. Ja. Trotzdem, ich sag 1200 Euro für diese Chopin-Uhr. Aber irgendwo in dem Preislimit sind also noch liegen wir ein bisschen zu weit weg. Zu weit? Ja. Was haben Sie sich vorgestellt, wenn ich fragen darf? 1600 Euro. Na, das ist ja gar nicht so weit. Ja gut, ich sage mal 1250. Da kann man doch ein bisschen weiterkommen, denke ich jetzt. Ich sag 1300. Ja, das... Also, da muss ich sagen, bei 1300 bin ich mal raus. Ne? Was nicht, Fabian, was schaust du? Ich sehe die Uhr, wenn, dann sowieso auch eigentlich mehr so auf der linken Seite. Beim Walter? Nicht unbedingt. Da nicht unbedingt. Obwohl die Ihnen gut stehen würde. Ja, aber. Legt noch einen 50er drauf und sagt 1350. Aber dann muss auch. Ist auch gut bezahlt. 14. Nee. 13,50. 14. Hartmut Schubert verhandelt hart. Mit Erfolg? Ja, jetzt der ist nicht mehr. Jetzt magst du 14. Machen wir 1400. Bitteschön. Sehr gut. Ja, verzeih, mein lieber Mann. Jetzt kriegen Sie nur 50er. Da ist der Milliarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ach, das ist doch ein Deal. Super. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, Wiedersehen. Herr. Wiedersehen. Tschö. Es sind 1400 Euro geworden. Und die kommen jetzt in die Uhrenkasse von meiner Frau, denn die möchte sich jetzt eine neuzeitigere Uhr kaufen. Und wünsche ich ihr viel Glück bei. Glück kann heute auch Heinz Pfirrmann gut gebrauchen. Er will mit seinem seltenen Objekt hoch hinaus. Ich habe ein kleines filigranes Spielzeug dabei, Blechspielzeug, das fliegen kann. Der Hubschrauber ist eine Erinnerung aus der Kindheit. Aber man kann ja nicht die Kindheit immer nur aufbewahren. Und ich habe ja noch mehrere solche Blechspielzeuge. Und das eine, das wird nicht verkauft. Und den da versuche ich zu verkaufen. Aber zuerst muss unser Spielzeugexperte entscheiden, ob es sich um etwas Gewöhnliches oder eine teure Einzigartigkeit handelt. Ja, super. Ja. Ja, mit der Landung muss man noch kräftig üben. Ja. Also so ein Spielzeug habe ich, also wie oft ich schon gesagt habe, bei Bares für Rares habe ich noch nie gesehen, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich das sehr wusste häufig. Ich deswegen schon, das hätte ich mich nicht beworben. Danke. Heinz, du bist es selbst. Also, habe ich euch überhaupt, Heinz Pfirrmann? Sven, grüß dich, hi.
Wo hast du den her? Ist der noch aus deiner eigenen Kindheit? Nee, ich hatte so einen früher in meiner Kindheit. Und der ist mir vor Jahren, Jahrzehnten mal in so einem Trödelmarkt in die Hände gefallen. Da habe ich gedacht, das kaufe ich mir. Also womit ich jetzt gerechnet habe, ist alles, aber nicht, dass er wirklich fliegt. Ja, da musst du auch ordentlich für arbeiten, dass der fliegt. Habe ich gesehen. Wir haben hier einen sogenannten Sikorsky S55 von der Firma Arnold. Arnold, auch bekannter Blechspielzeughersteller 1906. Wo waren die meisten Unternehmen mit Blechspielzeug? In welcher Stadt? Nürnberg. Nürnberg. Ja. Auch daher kommt letztendlich dieses Modell oder der Firmenname. Interessant ist, diese Sabena, das ist eine belgische Fluggesellschaft gewesen. Paris-Brüssel war letztendlich die Verbindung, die am meisten geflogen sind. Durch dieses Modell, den Sikorsky S55, kann man auch so ein bisschen Rückschlüsse ziehen, von wann das Modell ist. Er wurde, ich glaube, herausgebracht 52, 53. Also wissen wir schon ungefähr, von wann dieses Modell ist. Jetzt hat man ja diese Welle hier. Soll ich noch mal ganz kurz, damit... Es sieht sich ja nur der Hauptrotor, nicht der Heckrotor. Nee. Wenn der mein Schnäuzer fliegt, ich sage. Ja. Also man sieht halt, über die Welle wird es übertragen, dann dreht es sich und hebt ab. Man kann ihn aber nicht richtig steuern. Aber die Firma war so schlau, die wusste ja, wie häufig er auf irgendeine Stelle stürzt. Da haben die hier vorne in dem Bereich noch mal einen Bügel als Verstärkung eingebracht. Ja, genau. Mhm. Ne? Den wir jetzt hier sehen, der ist im absoluten Top-Zustand. Man kann es nicht anders sagen. Also viel wurde damit nicht rumgekaspert oder geflogen. Ne? Ja, ist also ein sehr schöner Zustand. Bist du soweit durch? Ich wäre jetzt mal soweit durch. Das ist sehr schön. Warum will der Heinz den jetzt wieder verkaufen? Was soll ich denn damit? Ich kann ihn doch nirgends hinstellen. Mein Gute, der ist ja nicht so groß. Es ist ein Spielzeug, das man benutzt oder man stellt es irgendwie aus. Ja, aber den hast du ja gekauft aus Kindheitserinnerung. Ja, ne? Aber... Gut, ich quäl dich jetzt nicht lange. Was möchtest du denn mit dem Geld machen? Wieder in die Wirtschaft zurückbringen, aber in die Gastwirtschaft. In die Gastwirtschaft? Ja. Das heißt, meiner Frau schön essen gehen. Wie viel Geld möchtest du denn haben dafür? Ja, ich dachte mal so 80 bis 100 Euro müsste schon. Was hast du bezahlt, weißt du noch? Ich weiß es nicht wirklich. Nee, wie lange ist das her? Das kann schon 10, 15 Jahre her sein. Vielleicht 20, 30 Euro oder sowas. Ja, ja. Lieber Herr Sven Deutschmanek, ein Hubschrauber mit so wenig Flugstunden. Aus Frankreich rübergeflogen, mit eigener Garage, Originalgarage, mit allen Papieren dabei. Das heißt, man könnte ihn jederzeit starten. 80 bis 100 sind der Wunsch. Mal schauen, ob dieser Preis aus der Luft gegriffen oder erzielbar ist. Er hat es vorhin so schön erwähnt. Eigentlich hat man mit solchen Objekten gespielt. Hiermit wurde tatsächlich nicht viel gespielt. Er ist im Top-Zustand. Selbst der Zusatzrotor ist noch mit dabei. Mhm. Werden bis 100 gehandelt. Also 100 Euro könnte ich tatsächlich unterschreiben. Das ist okay. Dann hast du dich aber gut informiert vorher, ne? Natürlich. Lieber Heinz, eins weiß ich, was passieren könnte. Und zwar, dass die Händler gleich so richtig abheben, wenn sie den Hubschrauber sehen. Weil ich glaube, den haben die vorher auch noch nie gesehen. Darf ich dir das alles wieder so geben? Weil ich mach das einmal hier durch, zweimal, dann kann er das besser tragen. Ja. Weil ich denke mal, wenn du das einmal sauber knickst, damit es hält, ist auch doof. Ne? Wunderbar. Heinz, viel Spaß damit. Ne? Tschüss, Heinz. Tschüss. Da vorne geht's lang, ne? Da siehst du. Ja, genau. Ja, ich bin überrascht und ich freue mich, dass dieser Hubschrauber hier gut angekommen ist. So was hat man hier bestimmt noch nicht gesehen. Und ich bin mal gespannt, was ich erreichen kann. Eine positive Expertise käme auch Markus Surudo gerade recht. Er trägt ein malerisches Erbstück zu Bares für Rares. Meine Schwiegermutter hat uns das Bild vermacht, weil sie sagte, sie wird das selber nicht aufhängen. Vielleicht können wir unsere Urlaubskasse ein bisschen aufbessern. Und es ist zu schade, es einfach irgendwo hinzustellen. Bevor es aber ans eventuelle Auffüllen der Urlaubskasse geht, muss das Bild vor den Augen unseres Experten bestehen. Gott, da steht einer ganz alleine, Hallöchen. Hallo, Markus Rodo. Darf ich direkt Markus sagen? Natürlich. So, und jetzt hast du hier ein Kunstwerk mitgebracht, das der Albert schon direkt weg ist. Albert ist schon verliebt. Erzähl mir ein bisschen über dieses Bild. Das ist ein Gemälde, das wir, also ich von meiner Schwiegermutter vermacht bekommen habe. Ja. Sie hat es selber von ihren Eltern bekommen, welche es in der Nachkriegszeit irgendwo auf dem Wochenmarkt in Polen gekauft haben. So, in Polen, da gab es ja relativ viele Maler, gerade im ganzen Osten drüben. Mhm. Und die wurden natürlich auch sehr viel verkauft, irgendwann mal auf irgendwelchen Märkten, weil die haben ja produziert. Ja? Also das weiß ich von verschiedenen Expertisen, wo wir mal Bilder hatten. Es handelt sich um kein Gemälde. Sondern? Es ist ein Bild, ja. Ja, sag ich doch. Ein Bild. Aber es ist ja gemalt, Alter. Ja, aber es ist nicht gemalt,
sondern es gibt ja auch Drucke, lieber Horst. Es gibt Lithografien, es gibt Radierungen, es gibt mehrere drucktechnische Verfahren, wo man Grafik produziert hat. Ich will direkt schon von vornherein sagen, wenn er jetzt sagt, das ist kein Gemälde, du musst dir jetzt mal gar keine Angst haben, ganz ruhig. Weil es gibt Kunstdrucke, die sind so weit von unfassbar wertvoll und teuer, dass du wahrscheinlich nachher hier mit zwei Koffern Geld rausgehst, da bin ich mir sicher. Hast du denn eine Ahnung? Weißt du irgendwann über das Bild selber? Gar nichts, nur dass der Maler, wenn ich ihn so nennen darf, ja, natürlich, klar. Um 1900 gelebt hat und auch in der Zeit gewirkt hat. Aber sonst ist es sehr schwer, Informationen über Gemälde zu finden, wenn man selber nicht da in den Kreisen ist. Es handelt sich hier natürlich wirklich um einen großen Namen. Franz Hecker ist ein großer Name, stand dem Impressionismus sehr nahe. Und ja, Impressionismus heißt, er ist rausgegangen ins Freie, hat nicht im Studio, im Atelier gemalt, sondern hat diese Bilder praktisch in der Natur gemalt. Und das ist eigentlich, wenn das jetzt ein Originalbild wäre, ein sehr, sehr tolles Bild. Aber leider ist es das nicht. Und das wird den Preis drücken. Hast du eine Grundvoraussetzung, wo du sagen würdest, so viel muss ins Portemonnaie, damit ich das hier lasse? 200 Euro. 200 Euro. Das hat nichts mit dem Wert vom Bild zu tun, den kenne ich ja nicht. Aber ich sag für mich, für weniger ist es mir einfach zu schade. Dafür ist die Familiengeschichte dahinter einfach Aber was ist der Grund, warum du das abgeben möchtest? Weil es auch schade ist, das Bild einfach irgendwo wegzustellen und nicht an die Wand zu hängen. Wir werden es einfach nicht aufhängen. Weil euch gefällt euch nicht? Nee, es passt nicht zu unserem Stil. Gut, dann weiß ich ja eigentlich alles. Albert, gibt noch ein bisschen. Ich meine, Franz Hecker ist wirklich ein akademischer Maler. Der hat studiert in Düsseldorf 1890 bis 93, hat Studienreisen gemacht nach Italien, nach Holland, hat in München studiert, in Paris studiert. Also das ist schon ein richtig guter akademischer Maler. Und wenn das jetzt eine Originallithografie oder ein Original von Franz Hecker wäre, dann würden wir natürlich von anderen Beträgen hier reden. Welche Beträge würden wir denn dann reden? Dann für eine Lithografie würden wir bis zu 1000 Euro reden, bei einem Original von mehreren 1000 Euro. Aber es ist eindeutig ein Druck. Albert, wann wurde denn dieser Druck hergestellt? Also dieser Druck datiert mit ziemlicher Sicherheit auf das Jahr 1909, 1910. 1909 ist dieses Blatt entstanden. Und wenn Sie genau hinschauen, mit der Lupe hinschauen, dann können Sie die Rasterpunkte des Druckes sehen. Das gibt es also bestimmt sehr häufig, dieses Bild. Ganz typisch ist auch dieser eponisierte Eichenrahmen, der ist auch um 1910. Was 1910 war das für ein Ausdruck? Eponisiert. Was heißt das? Ja, das ist eigentlich ganz einfach, heißt schwarz gemacht. Ach so, ist ja nicht geil, weißt du? Da liebe ich so an den Experten, weißt du? Die hauen dir hier Namen und Wörter raus, wo du denkst, Respekt, ja? Und dann hörst du mal nach, aber der ist schwarz, weißt du, wo du denkst, ja, nee, ist klar. Ja. Gut, aber gut, Drucke wurden natürlich viel gemacht, damit haben die Künstler ja auch noch mal Geld verdient. Ja, richtig. Wo sie noch mal praktisch ihr Werk verkauft haben in großen Massen. Ja. Was ist denn jetzt so ein Druck wert? Also dieser Druck in dem Zustand 70, 80 Euro mehr nicht. Dann lieber nicht. Und du sagst von vornherein, nö. Nein. Gar nicht erst probieren, ob die Händler vielleicht steil gehen oder sonst irgendwas. Nee. Man kann es versuchen, aber von 70 Euro auf 200 ist ja schon. Ist heftig. Ja. Pass auf, du bist ein ganz netter Kerl. Danke, dass du da warst. Und ich danke hätte auch. Ja sein können, ne? Wenn Sie später zu Hause mit der Lupe mal nachschauen und die kleinen Rasterpunkte sehen, dann können Sie das alles nachvollziehen, was ich Ihnen gesagt habe. Ich glaube Ihnen. Okay. Also wenn du schon mal bis da vorne gehen würdest, ich lasse dir das Bild gleich zukommen, ja? Alles klar. Danke dir. Okay, danke. Tschüss, komm gut nach Hause. Ja, tschüss. Auf jeden Fall gut zu wissen, was es überhaupt wert ist. Das hat man bisher noch nicht gewusst. Dass es nicht raus ist, naja, schade, aber für so wenig Geld auch nicht schön. Ich bin mal gespannt, was die Händler mit dem Hubschrauber machen, wie sie reagieren und ob sie ihn zum Fliegen bringen. Den einen oder anderen Spielzeugliebhaber gibt es auf jeden Fall unter den Händlern. Mal schauen, ob sie auch bieten. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Grüß Gott. Hallo, grüß Sie. Ich habe euch was mitgebracht. Sehr gut. Ein ferngesteuerter Hubschrauber. Piccolo kann ich durch das. Komm, du als fessig Kurbel. Aber schnell, Kurbel. Der Helikopter. Halt. Ein bisschen drehen, dass er gerade steht. Dann hebt er ab. Jetzt macht er mal. Ja, das sagst du so. Ich will den nicht kaputt machen. Sie haben schon gewusst, warum Sie einen zweiten Propeller mitgebracht haben, oder? Ja, hab ich mir gedacht. Schnell drehen, schneller. Schneller. Schneller, noch, richtig schnell. Noch, ja. Oh je, eine glatte Bruchlandung. Und der Propeller scheint dahin.
Susanne, ich hab dir doch gesagt, lass die Finger davon. Auf jeden Fall kaufen wir Ihnen Ihr Objekt jetzt schon nochmal ab. Ja, das steht schon mal fest. Haben wir schon so gut wie gekauft. Das tut mir echt leid. Aber nein, ist doch in Ordnung. Das kann man doch klären. Ja, ich möchte heute mal sagen, dass das nicht schlecht ist. Das ist ein schönes automatisch getrieben mit der Hand. Das Modell ist gebaut worden bis 70. Das stinkt. 50er Jahre. 50er Jahre. 50er Jahre, gell? Ja. Ich hoffe, du bist gut haftpflichtversichert. Jo. Können wir mal den Flieger sehen? Aber selbstverständlich, Lucky. Also, ich mach gleich einmal für euch einen Wechsel hier. Das ist ein. Wir probieren den nicht nochmal aus. Jahrzehnte hat er gehalten und kaum hat's der Eifel in der Hand. Also. Ja, so. 25 fange ich mal an. Ich sag 40. Wir müssen Ihnen das Ding jetzt hier abkaufen. Jetzt haben wir den Salat. Ich sag ein Profi. 50 ist gut. Soll ich dir helfen, Wolfgang? Nein. Verkaufen Sie schon für 50? Nee. Dann sage ich Ihnen 60 Euro. 65. 70. Ich an Ihrer Stelle würde es nicht unter den Expertisenpreis verkaufen. Komm, gib mal her dann. Ja. Ja, genau, Walter, du machst es. Lass mal, ja. Was sagen Sie denn zu 80 Euro? Immer noch nicht. Mm-mm. Was habt ihr euch denn vorgestellt? Ja, so 120, 130 Euro. Das ist ein bisschen voll. Ja, komm, 85. 85? Das ist aber gut hier. Was ist mit dir, Fabian? Dann sage ich noch 90. Ja, 90? Aber jetzt kommen wir der Sache schon näher, oder? Walter, sagst du noch was? Nee. 95. Hey? So? Ich weiß, was gut ist. Ja, Brali? Ja, ich sag noch 100 Euro. Ja, da ist er doch gut. Das denke ich auch. Das ist gut. Ich gebe Ihnen 105. Das sag ich nichts mehr. Und was sagt der Verkäufer zu dem Angebot? Jo. Ah, ja. Na komm her. Kriegst du 105. Guter Deal. 50, 100. 105, gell? Alles klar. Danke. Vierte. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, das ist jetzt eine besondere Sache. Ganz was Ausgefallenes ist das. Und das muss man kennen. Das ja, ich kann die Marke nicht. Es war natürlich so, dass der bei der Vorführung der eine Rotor abgebrochen ist, aber man hat den ruckzuck repariert. Und danach waren eigentlich einige schon begeistert. Die nächste Dame, die gerne eine Händlerkarte bekommen möchte, ist Eva Maria Thiemann. Sie hofft, ihr edles Goldstück in möglichst viel Bares zu verwandeln. Ich habe die Brosche ursprünglich geschenkt bekommen, um damit mein Brautkleid zu finanzieren, habe aber damals immer nur den reinen Goldwert angeboten bekommen und habe dann gesagt, dafür ist es zu schade. Ich würde es jetzt aber gerne noch mal wieder versuchen, weil ich sie nicht trage. Und mal gucken, wenn ich das entsprechende Angebot bekomme, würde ich sie auch verkaufen. Ansonsten überlege ich mir, ob ich sie vielleicht selber noch mal irgendwann trage oder weiter verehre. In die Begutachtung des Juwels vertieft sich unsere Schmuckexpertin Dr. Heide Rezipa-Zabel. Ach, die Heide vernachlässigt wieder. Hallöchen. Hallo. Ich bin der Horst. Wie heißt du denn? Eva Maria. Eva Maria. Ja. Und weiter? Thiemann. Thiemann. Was hast du da mitgebracht? Eine Brosche. Ach, das ist eine Brosche. Mhm. Aus vielen kleinen Blättern. Gestaltet. Wenn ich jetzt mal ganz böse bin. Ja. Weißt du, woran mich das erinnert hat? Bitte. Es gibt so wunderbare Stahlschwämme, damit mache ich die Felgen am Auto sauber. Die sind auch so Silber und Gold, das sah eben so aus. Das sind kleine geformte Blättchen, das heißt, sie sind gegossen. Jedes einzelne Blättchen ist gegossen worden und dann hier auf so einen Untergrund aufgelötet worden, in verschiedenen Gelbtönen. Oberfläche ist ein bisschen satiniert, sandgestrahlt und wir haben hier Graugold, ein Gelbgold und Rotgold ist auch dabei. Und es bildet wirklich so einen in Form geschnittenen, halbrunden Ball. Wo kommt das denn her? Also ich habe die Brosche von meiner Mutter geerbt, beziehungsweise geschenkt bekommen. Und meine Mutter hat die Brosche geerbt von ihrer Tante, 1980 ungefähr. Und wahrscheinlich hat sie die Brosche so die Großtante hat sich diese Brosche selber gekauft, so in den 70er Jahren ungefähr. Also sie hatte sie immer so zu größeren Festivitäten an, also zur Hochzeit meiner Eltern und so weiter. Das war 76, also irgendwie da in dem Zeitraum davor. Und meine Mutter vermutet, da meine Tante auch sehr gerne in Italien Urlaub gemacht hat, dass sie die eventuell aus Italien hat. Ja, das steht auch drunter. Genau, das kann man sehen.
Also steht sogar ja, Italien. Ja, der Hersteller ist hier Italien angegeben und stammt mit Sicherheit von einem Goldschmied. Aber es ist nicht verzeichnet von wem. Mhm. Und es ist auch kein Entwerfer genannt worden. Wobei ich aber glaube, dass hier dieser überzeugende Entwerfer bestimmt ein Vorbild hatte. Er liegt nur nicht in diesem Hause, sondern ich möchte hier wirklich nennen, das Vorbild kommt aus dem Hause Tiffany. Mhm. Weil, ja, es ist wirklich so, ein Entwurf ist auch in den 50er Jahren von Tiffany herausgegeben worden. Und in den 60er Jahren werden diese Formen auch populär. Also ich finde, es ist wirklich ein gelungenes, cool, extravagantes Stück. Ja. Und das ist jetzt wirklich Handarbeit. Das heißt, da hat man jedes Blättchen gemacht und dann da drauf gelötet. Ja, jedes Blättchen ist einzeln drauf gelötet worden. Also schon ein bisschen, ja, Handarbeit dabei. Ja, schon. Ne? Ja. Aber im Grunde genommen ist es eine Unterlage. Das Lötverfahren wiederholt sich immer wieder. Mhm. Ne? Es ist jetzt nicht in dem Sinne eine komplexe Gestaltung, aber schön. Aber es ist überzeugend und schön, genau. Es ist eine gute Idee, die toll umgesetzt wurde. Heide, du begeisterst mich. Hm. Ich würde es jetzt schon kaufen, wenn du mir das so anpreist. Jetzt ohne Quatsch, sie sollte Verkäuferin werden. Ne? Ich hätte jetzt gesagt, nimm ich. Hätte schon gar nicht mehr gefragt, was das kostet. Ne? Ja, aber wenn du es weggibst, was soll es kosten? Ja, ist relativ schwer. Und ich habe selber jetzt noch mit dem Goldwert ein bisschen recherchiert. Das sind ja irgendwie ungefähr mindestens schon 500 Euro. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass ich mindestens 1.000 Euro dafür bekomme. Ob die Brosche wirklich so viel wert ist? Liebe Heide, 500 Goldwert weiß sie, 1.000 würde sie sich wünschen. Wo liegen wir? Der Goldwert alleine wäre mir auch zu wenig. Mhm. Aber 1.000 halte ich für zu hoch gegriffen. Immerhin ist es eine Brosche, die sich nicht so gut verkaufen lässt, nicht so gut ankommt in heutiger Zeit. Aber trotzdem würde ich hier sagen, 700 müssten drin sein. Okay. Für den Weiterverkauf. Ja, dann liegt ja gar nicht so weit auseinander, ne? Ja. Du weißt, 500 ist Material, 1.000 hättest du dir gewünscht, 700 sagt sie, genau, sind 200 für den Juwelier, macht für dich 700, EK war bei dir gleich 0. Also hast du 700. Wäre schön, ne? Ich meine, was die Händler machen, das wissen wir natürlich alles nicht, ne? Ja. Aber ich frage dich mal, was würdest du mit dem Geld machen? Hast du was Besonderes vor? Eventuell für den ersten Familienurlaub zu dritt. Oder ich investiere es vielleicht in meine Fotoausrüstung, weil ich gerne fotografiere. Mal gucken. Das hört sich beides gut an. Das heißt, dann darf man noch gratulieren. Du bist gar nicht so lange Zeit Mama geworden. Genau. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich würde jetzt gar nicht mehr großartig nachfragen und sage, hier ist die Händlerkarte. Super. Weil wir haben so einige Schmuckexperten dabei. Bitte schön. Und die könnten da drauf, wie sagen wir, auf Hochdeutsch steil gehen. Gut. Ne? So, ich danke dir. Jetzt hast du alle Hände voll. Ne? Danke dir. Danke auch. Und da vorne geht es lang zum Händlerraum. Danke, dass ihr da vorne. Ja. So, danke dir. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. Ich freue mich, ich habe die Händlerkarte bekommen. Die Brosche scheint tatsächlich aus Italien zu stammen. Und jetzt bin ich gespannt, was die Händler sagen. Vielleicht kann ich den Preis noch ein bisschen höher handeln. Hat heute das letzte Stündlein für Elmar Flörs besondere Uhr geschlagen? Eins steht jedenfalls fest, er möchte sich davon trennen. Ich habe die Uhr auf dem Speicher meines Onkels gefunden, unter mehreren Kisten. Und ich finde, sie sieht sehr schön aus, ist aber nicht direkt meine Stilrichtung. Aus welcher Epoche das Mitbringsel stammt, wird in der ausführlichen Expertise geklärt, auf die hier alle warten. Jetzt wird die außergewöhnliche Uhr genauestens untersucht. Lieber Elmar Flör, ich finde den Nachnamen übrigens ganz spannend. Ich merke, dass ich mittlerweile sehr viel über Namen spreche, aber da muss ich direkt denken, Fleur de Sel, ne? Oh, Albert. Der Herr Meier geht direkt ans Eingemachte. Fleur passt auch zu Frankreich. Heißt Blume. Stimmt, Frankreich. Ja, und wir haben hier Frankreich. War denn jemand in der Verwandtschaft, Eltern, Großeltern, Frankreich orientiert oder? Nein, ehrlich gesagt nicht. Das ist ein Erbstück meines Onkels, beziehungsweise aus dem Nachlass von Onkel Fritz, der keine Kinder hatte und der ist letztes Jahr verstorben. Und da haben wir diese Uhr auf dem Speicher gefunden. Die Jugendstilrichtung ist nicht ganz meins für einen Kaminsims. Deswegen bin ich heute hier. Ja, ist das Jugendstil? Reiner Jugendstil. Reiner Jugendstil. Es ist Jugendstil vom Feinsten, vom Besten, lieber Haus. So mag ich ihn. So mag ich ihn. Weißt du, wenn er so anfängt, dann sehe ich schon, wie die Händler hinten noch mal an einem Bankautomaten rennen müssen. Wo das wir bei Bankautomat sind. Wie viel sollen die denn ziehen dafür, damit es hier bleiben darf? Ich für mich hatte als Bauchgefühl zwischen 150, 300 Euro mal in den Raum geschmissen. Aber ja, ich denke, der Experte kann da sicherlich was anderes zu sagen. Ja, du, da kommen wir jetzt gleich drauf. Jetzt gehen wir mal richtig tief rein. Was soll mit der Kohle passieren? Also ich würde ganz gerne einen Familienausflug machen, auch gerne über mehrere Tage, also nicht nur in die Rhön, aber schauen wir mal. Jugendstil vom Feinsten. Lieber Albert, bevor du da näher drauf eingehst, erklär mir erstmal, woran erkennt man jetzt Jugendstil?
Ja, also den Jugendstil, der ist relativ einfach zu erkennen an diesem floralen Dekor, an diesem ausschweifenden Rundungen. Hier unten ist es signiert mit Claude Bonnefond. Das Material ist Zinkguss. Das ist schon doof. Patiniert. Ja, es ist keine Bronze. Das ist doof. Ja. Ich hätte jetzt auf Bronze gehofft. Das Zifferblatt ist emailliert. Das sind arabische Ziffern, ist bemalt, sehr, sehr schön. Sie hat ein einfaches Uhrwerk drin mit Schlag, Halbstundenschlag und Stundenschlag. Mhm. Ist relativ neu, das Uhrwerk, aber das war üblich, dass man die Uhrwerke hat man einfach gekauft und dann in solche Uhren reingemacht. Die wurden in großen Stückzahlen produziert, deswegen sind die Uhrwerke auch nicht signiert. Und ihres ist auch nicht signiert. Jetzt habe ich aber direkt eine Zwischenfrage. Wenn du sagst, das Uhrwerk ist relativ neu, kann ich davon ausgehen, dass der Rest dann schon relativ alt ist? Oder passt das zum Jahrgang? Also in dem Fall habe ich mich ja nicht festgelegt, dass diese Uhr wirklich aus dem Jugendstil ist. Das klingt nicht gut. Hat Albert Meyer Zweifel? Sieht zwar nach Jugendstil, alles sieht nach Jugendstil aus, aber das Material, das Uhrwerk, deutet nicht auf Jugendstil hin. Aber was nicht verwunderlich ist, weil man hat diese tollen dekorativen Uhren dann auch in dieser Größe, das ist ja wirklich ein kleines Prunkstück, muss man dazu sagen. Aber es ist keine Jugendstiluhr aus der Zeit. Nochmal, wann war die Zeit? 1900 bis 1905. 1900 bis 1905, also nur 5 Jahre gab es den offiziellen Jugendstil. Ja, ja. Wurde aber, weil es schön war, immer mal wieder nachgefertigt, weil es immer noch Interessenten gab. So ist es. Gut, das ist also eine später gemachte. Wie alt ist denn diese Uhr dann? Diese Uhr dürfte sein 50 Jahre, 60 Jahre, sowas in der Richtung. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich auch nicht. Ich dachte, Fritz hätte die früher geholt. Ne? Das stimmt, ja. Ja, aber muss Ihnen aber dazu sagen, es gab vor 20, 30 Jahren gab's eine Zeit, da haben deutsche Antiquitätenhändler so eine Uhr gekauft, im Originalzustand, Bronze, also perfekt, sind nach China oder nach Asien gefahren, haben eine mitgenommen, haben 200 bestellt, haben 50 Mark pro Uhr bezahlt, dann wurden die perfekt kopiert, sind nach Deutschland gekommen, nach Europa, haben die für ganz großes Geld verkauft. Das war ein Riesenmarkt. Mhm. Was interessant ist an der Uhr, ist, dass es ein Freischwinger ist. Diese Freischwinger gab es schon im 18. Jahrhundert und wurden ja, bis zum Jugendstil gemacht. Und das ist schon was Außergewöhnliches. Gut, dann fangen wir mal so an, bevor du jetzt einen Preis raushaust. Es ist eine schöne Jugendstil-Optik-Uhr. Freischwinger, was wieder gut ist. Ja. Sie ist sehr dekorativ. Funktioniert. Funktioniert. Also haben wir erst schon mal was Gutes. So. Das sehe ich gut, genau. Sie ist natürlich ein Nachbau. Mhm. Trotzdem ist sie schön. Ja. 150 bis 300 fand ich nicht übertrieben für die Wertvorstellung. Was denkst du? Ich sag 350. Das ist doch noch viel besser. Jetzt stell dir mal vor, du hättest eine echte gehabt. Da wärst du geschockt gewesen. Wie teuer wäre die echte? 1500, 2000. Hätte ich dir gegönnt. Händlerkärtchen für dich. Prima. Viel Spaß. Dankeschön. Und ich könnte mir vorstellen, dass unsere Händler da drüben sich wahrscheinlich in die Wolle kriegen, weil der eine wird behaupten, das ist echt. Und der andere wird sagen, nur 80 Euro. Also das wird wahrscheinlich ein Bietergefecht. Würde mich freuen. Sollen wir ihm, nee, komm, wir bringen sie nach. Wir bringen sie nach. Ja, wir werden sie schon irgendwie dahin kriegen. Danke Alles dir. Klar. Da vorne geht's Dankeschön. Lang. Danke, Frau Besuch. Tschüss. Tschüss. Ja, es war ein langer Weg bis hierhin. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt gewesen. Aber letztendlich die Karte in der Hand zu halten, finde ich gut. Und ich bin gespannt. Ich freue mich jetzt auf die Händler, bin gespannt. Etwas nervös, aber ich versuche hart zu bleiben und die Brosche nicht unter Wert zu verkaufen. Immerhin ist das Juwel aus hochwertigem Gold. Und auch die Juwelierarbeit schlägt zu Buche. Hoffentlich wissen die Händler das zu schätzen. Grüß Gott. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, die Dame. Ich habe Ihnen eine schöne Brosche mitgebracht. Sehr gut. Die ich von meiner Mutter geschenkt bekommen habe. Mhm. Die sieht ja sehr extravagant aus. Bicolor. Schön. Tricolor. Tricolor. Rot, Tricolor. Weiß, Gelb. Schaut aus wie ein Igel. Ja, genau. Italienische Produktion, 18 Karat Gold, sehr massive Ausführung. Das ist natürlich nicht so gefragt zurzeit, die Broschen. Darf ich da reinschauen? Ja, natürlich, gerne. Am besten ist immer, wenn man sie umarbeiten kann zum Anhänger oder anderweitiges. Ja, sie ist relativ schwer, die Brosche. Ja.
Ich habe sie von meiner Mutter geschenkt bekommen, die hat sie von ihrer Tante geerbt und meine Großtante hat sich die wahrscheinlich selber gekauft in einem Italienurlaub. Und ich selber trage sehr selten nur Gold und auch gerade nicht so ein schweres Prunkstück. Das deswegen steht dir auch nicht. Das ist ja grottenhässlich, das Teil. Also eigentlich ganz schön gearbeitet, finde ich. So ein Blätterbusch. Und ich finde es zu schade, nur den reinen Goldwert jetzt zu bekommen, weil es ja schon eine schöne Brosche ist. Man hat ja immer die Hoffnung, dass Broschen mal wieder kommen, ne? Genau. Wir sind im Kommen. Dann schön kommen. Der Goldwert wird jetzt um die 500 Euro sein. Also da steht auch drauf, das wurde mal bewertet für die Versicherung. 2700 Euro ist ein Versicherungswert. Ja. Wenn man diese Brosche jetzt anfertigen müsste, da kommt das Gold plus die Arbeit plus die Mehrwertsteuer plus den Gewinn, dann komme ich ungefähr auf 2,7. Also wie viel ist der Goldpreis? 570, ja, ungefähr. Dann war ich nicht so weit weg. Ja. Dann fange ich mal an bei 650 Euro. Das sind 100 mehr als wie der Goldpreis. Okay. Ich sag 700. Das ist besser. Vielleicht geht noch ein bisschen was. 750 Euro. 800. Sag mir, Susanne, 800? Nee, noch nicht. Das ist immer ein Familienerbstück und ein bisschen hängt bei mir auch noch am Herzen. 810. Oh, haben wir die Freibier. Nicht sofort für kleine Schritte. Ich sag noch 8,50. Dafür würde ich sie noch nicht abgeben wollen. Wirklich nicht. Nein. Aber mehr gibt es wahrscheinlich nicht. 850 Euro ist sehr gut bezahlt. Das ist sehr gut, ja. Wirklich ohne Stein, das ist aus den 70er, 80er Jahren, schätze ich mal. Ist eine schöne Arbeit, aber beim Preis muss es auch im Rahmen bleiben, weil es wirklich nur Gold ist. Es ist kein Stein, nichts. Ja. Ich sehe hier auch nicht im Verkauf irgendwie mehr. Ja. Vielleicht bei 1000 im Verkauf, aber das ist auch dann schon sehr ausgereizt. Mhm. Ja, 1000 wäre so jetzt meine Grenze gewesen. Ich glaube nicht, dass jemand 1000 gibt. Ich weiß es nicht. Nee, ansonsten tragen Sie sie selber, arbeiten Sie sie um als Anhänger, als ein Familienerbstück. Ja. Dann soll es bei Ihnen bleiben. Für 850 würde ich sie auch gerne wieder mitnehmen. Okay. Ja? Ja. Okay. Trotzdem Macht danke. Bucky, sind wieder ein. Schön, dass Sie da waren. Ja. Auf Wiedersehen. Herzlichen Dank. Tschüss. Danke. Tschüss. Manche Erinnerungen kann man mit Geld nicht bezahlen. Ich werde die Brosche wahrscheinlich erst einmal zur Seite legen, eventuell nehme ich mir noch mal vor, die umzuarbeiten. Vielleicht trage ich sie in ein paar Jahren, vielleicht ist das dann auch wieder in Mode. Und ansonsten werde ich sie wahrscheinlich auch weiter vererben. Naja. Sie verbraucht es ganz. Schade, dass sie Bronze ist. Ja, die Creme bin ich. Ist ja nicht so alt. Die tickt gar nicht. Da doch, ist ja nichts. Die hat zwei, ein Aufzug und ein Gehwerk. Ja, jetzt kommt. Ja, 80 Euro kannst du dafür jeden. Das ist toll, so weit gekommen zu sein, aber der letzte Schritt, der ist noch mal entscheidend und da geht mein Puls sicherlich noch mal ein bisschen höher. Die Aufregung steigt. Daumen drücken, dass Elmar Flöhr jetzt gut verhandelt. Grüß Gott, der Herr. Hallo. 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 Wir haben Sie eine sehr schöne Jugendstil-Pendüle mitgebracht. Ja, das ist ein Erbstück meines verstorbenen Onkels. Wir haben die Uhr auf dem Speicher gefunden und ich möchte sie zum Verkauf anbieten. Ja. Ja, komm, 80 Euro gebe ich dir, dann sind wir schnell da durch. Ja, ich glaube, wir sollten uns ein bisschen Zeit nehmen. Damit sich die Gebote noch ein wenig höher einpendeln können. Ja, habe ich mir gedacht. Das ist eine schöne Pendüle mit Aufzugswerk mit Schlag auf Glocke, jeweils Stunde und halbe Stunde. Was hier den Preis steigern würde, wäre, wenn sie Bronze wäre. Ja. Das wäre sehr gut, ist aber leider nur Regül bronziert. Deswegen ist auch von auszugehen, dass sie in vielfacher Zahl gefertigt wurde und eben daher auch nicht so teuer ist. Ja, aber was schön sieht ist, schon aber, ein bisschen ulkig aus. Was schön ist, dass er einfach komplett ganz ist. Auch das Zifferblatt hat keine Beschädigung. Top. Sie funktioniert einwandfrei. Ja. Der Schlüssel zum Aufziehen, den habe ich dabei. Sehr gut. Der gehört logischerweise dazu. Aber wie gesagt, die Verzierungen sind alle Jugendstil, ähnlich, auch wenn es ein Nachbau ist. Ja, aber ich fange trotzdem mit meinen 80 an. Dann vielleicht noch 10 oder 20 drauf und dann sind wir schon da. Wo? Beim Verkauf.
Da bin ich, aber das... Na, dann sage ich 100. Vielleicht sagen die Männer hier 100. Ja, ich sage 100. Das ist eine sehr gefällige, schöne Uhr. Ich würde sagen, ich mache mal 250. Das ist ein schöner Schritt. Das ist ein großer Sprung, ja. Mir gefällt der Papillon, also der Schmetterling auf dem Pendel, der gefällt mir sehr gut. Das hat so einen Charakter wie eine Grotte nach oben hin. Ich sehe dich schon in einem Geschäft im Allgäu stehen. Ich sag mehr wie 250, ich sag 270. Wo soll das Ding stehen, im Allgäu? Ja, eventuell. Aber auch nur eventuell. Ich heb mal 280. Dekorativ ist die Uhr, das muss man sagen, das muss man ehrlich zugeben. Das Zifferblatt ist ganz, hat keine große Marke nicht. Ist 1920, ist eine schöne Uhr. Absolut. Ja, es ist auch für Jugendstilsammler durchaus interessant. Ja. Deswegen sage ich 290. Sie haben noch gar nichts gesagt. Ich finde die sehr schön, weil das Ziffernblatt, das gefällt mir sehr gut. Den Lilien gibt ein bisschen Farbe in, dieses, in diese Bronze. Ja, jetzt schwart die nicht noch schöner, wie sie ist. Ich 300. Dann ist aber der Ofen aus hier. Das wird ein richtiger Kampf, glaube ich, um diese Uhr. Also ich glaube nicht, dass die Experten sie so hochgeschätzt haben, aber das ist mir jetzt egal. Ich sag trotzdem 320. Die Experten werden die auf 500 geschätzt haben. Nicht mal. Glaube ich nicht. 220. Jetzt sind wir eh schon drüber wahrscheinlich. Nein. Sie sind noch nicht drüber. 400-500 haben die Experten gesagt. Nein, 500 nicht. Das ist doch nicht wert. Also 320. Einfach schon. Her zu mir. Deal. Gott sei Dank. Ich hab doch gesagt, die geht ins Allgäu. Haben Sie mir nicht zugehört? Das wusste ich von Anfang an. Ein bisschen langsam. Ich hab gedacht, du schnappst sie mir noch weg, Ludwig. Dankeschön. Ja. Tschüss, Ade. Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Das war eine knappe Kiste. Ich hab dich schon wieder bieten sehen. Ja, war aber schön. Ja, sie ist schön. Ich habe 320 Euro erzielt. Und davon werden wir uns sicherlich mit der ganzen Familie einen schönen Tag machen können. Ja, das war es schon wieder. Mein Gott, geht das schnell vorbei. Also mir hat es Riesenspaß gemacht und ich hoffe Ihnen genauso wie mir. Ja, einen Wermutstropfen habe ich allerdings. Ich möchte Sie doch mal kennenlernen, in die Hand schütteln. Kommen Sie doch einfach mal vorbei. Aber nicht vergessen, Ihr Schätzchen müssen Sie mitbringen. Bis zum nächsten Mal. Weihnachten von der Oma, oder? Alles ganz anders. Ich dachte, mittlerweile hätte ich jede Geschichte gehört. Gut, jetzt bin ich gespannt. Also dieser Bär stammt aus einem alten Fachwerkhaus. Das hat mein Mann geerbt. Wir haben uns dieses Haus renoviert, bewohnbar gemacht. Und er gehörte unter anderem eben zum Inventar. Seit der Zeit habe ich ihn auch. Das ist jetzt schon eine Weile her. Eigentlich weiß ich nur, dass er wohl den Kindern, die zuletzt, also so um die Jahrhundertwende, da drin gewohnt haben, dass er wohl diesen Kindern gehört hat und dass sie damit gespielt haben. Ich habe recherchiert. Natürlich auch gibt es im Internet ähnliche Teddybären von verschiedenen Firmen oder eigentlich nur von zwei Firmen. Und das war mal ganz interessant, auch von der Preischarge zu gucken, wo liegt das denn überhaupt. Ah, da weißt du, hast schon so eine Idee, ne? So ein bisschen. Dann sag mal, komm mal. Ja, also es gibt tatsächlich Angebote, die liegen zwischen 100 bis 1000 Euro. Ja. Dann ist es aber vielleicht auch ein Steif. Und ich vermute mal, dass das kein Steif ist. Ja, was möchtest du denn haben? Meine Vorstellung war so ungefähr 150 Euro. So, mein liebster Sven. Oh, du allwissendes Geschöpf der Spielsachen. Welche Firma ist es? Soll ich mal raten? Tipp. Mhm. Ich habe ja immer aufgepasst. Ja. Ich würde sagen, das ist eine Bing. Nee. Also, dieser Bär, den wir hier sehen, das ist ein Rollbär. Und das ist, es gibt ja, wir haben ja schon ein paar Mal so Rolltiere gehabt. Also, hier hat sich kein Kind drauf gesetzt, sondern das ist ein sogenanntes C-Tier. Du siehst hier vorne noch die Kordel und die Kinder haben das dann halt hinter sich hergezogen. Ja. Ne? Wir haben jetzt hier das Problem, dass eins von diesen gusseisernen Rädern tatsächlich mal gebrochen ist. Schade, aber die Kinder haben trotzdem mit weitergespielt und haben dann hier letztendlich die Beschädigung hervorgerufen, weil das Rad lief immer her und hat immer wieder rausgeratscht. Ja. Der Bär selber ist mit Holzwolle gefüllt. Ne? Der sah natürlich mal ein bisschen kuscheliger aus, das ist braune Mohair. Man sieht, dass das hier einiges schon raus ist. Wir haben hier so ein paar Beschädigungen, die probiert worden sind, wieder zusammenzunähen.
Es gibt aber Kriterien, die dafür sprechen, dass es sich tatsächlich um Steif handelt. So, das will ich jetzt aber wissen. Wie erkennt man das denn? Aber sie freut sich schon, ne? Annette also, steht schon direkt gerade, ne? So, Portemonnaie am Durchzählen, das könnte was werden, ne? So. Also, es ist ganz einfach so, dass es kleine Details oder auch Merkmale gibt, die für Steif sprechen. Das sind einmal die sogenannten Schuhknopfaugen, dann die senkrecht gestickte Nase und auch dieses Untergestell. Dann haben wir noch zu dieser Zeit drei Krallen. Ist auch ein Indiz für Steif, weil Bing hat bei dem frühen Teddybären vier Krallen gemacht. Ne? Ich würde diesen Teddy so um 1910, 1915 ungefähr einschätzen. So, dann kommen wir doch zur Wertfindung, mein Bester. Wir müssen diese ganzen Beschädigungen natürlich hier berücksichtigen. Einmal das, dann haben wir hier oben nochmal eine Beschädigung. Dieses Lederhalsband, das ist auch echt. Also das hatten jetzt nicht irgendwie einer da drum gekaspert, sondern das war tatsächlich da drum. Sie werden im Top-Zustand tatsächlich bis 1000 Euro gehandelt. Aber das Objekt oder der Bär, den wir jetzt hier stehen haben, der spiegelt nicht diesen Top-Zustand wider. Die 100 Jahre haben dem Bären zugesetzt. Wie viel ist er denn nun noch wert? Nichtsdestotrotz, er ist alt, ist ein frühes Stück, weil Steif selber gegründet 1880. In dem Zustand zwischen 400 und 500. Liebste Annette, das zu verwandeln obliegt natürlich deinem Verhandlungsgeschick. Hier ist die Händlerkarte. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, hier ist dein wunderschöner Bär. Dankeschön. Der ist wirklich hübsch. Liebe Annette. Ich bedanke mich. Dankeschön. Da vorne geht es den Gang lang. Danke. Bitte schön. Tschüss. Tschüss. Die Expertise hat mich total überrascht. Ich hatte den Bären doch nicht ganz so alt. Mensch, herzlich willkommen. Wir haben nur noch auf Sie gewartet. Kommen Sie doch rein. Geht los. Vor den Toren des Haber Club in Köln-Mülheim ist Annette Könemann angekommen. Mit dabei Meister Petz. Ich freue mich auf die Expertise, zu hören, welchen Wert der Bär hat, um entsprechend hinterher vielleicht auch mit einem glücklichen Gesicht nach Hause zu gehen. Dann nichts wie rein zur Schätzung. Der bärige Geselle ist ein Fall für unseren Experten Sven Deutschmanek. Jetzt wird's aber wieder spannend und schön. Ich liebe Spielsachen. Schönen guten Tag. Guten Tag, Annette Könemann. Könemann? Hm? So, Frau Könemann, oh, darf ich Annette sagen? Ja, gerne, ja. Klar. Eine süße Teddybär. Jetzt lassen Sie mich raten. Also, den haben Sie geschenkt bekommen von Ihrer Mutter, die wiederum den Teddybär geschenkt bekommen hat, soweit. Eingeschätzt und auch von seiner Wertigkeit bin ich total geflasht. Es war auch sehr interessant zu hören, welche Produktmerkmale das Tier quasi hat, um es als Steiftier einzuordnen. Es ist immer ganz unterschiedlich, was solche Objekte gerade auf dem Markt oder in Spielzeugauktionen bringen. Weil ich muss jemanden haben, der ausgerechnet dieses Objekt haben möchte. Er ist nicht im Top-Zustand, kann trotzdem restauriert werden. Und gerade in den USA gibt es eine sehr große Sammlergemeinde von Steiftieren. Und ich denke, dass die Händler sicherlich zugreifen werden und irgendeinen Käufer dafür schon im Hinterkopf haben. Klein, aber oho, ist das Schmuckstück, das Hartmut Schubert an den Mann oder an die Frau bringen möchte. Ich habe eine Damenuhr dabei, die meine Frau von meiner Mutter geerbt hat. Ich möchte die Uhr verkaufen, weil meine Frau sich eine zeitgemäßere Uhr, die man auch am Alltag tragen kann, davon kaufen möchte. Wie viel der neue Zeitmesser in etwa kosten darf, hängt nun von der Expertise ab. So, bevor wir flochten, da kommt schon jemand. Hallo. Erstmal die Dame. Ja, also, oh, hallo, mein Name ist Hartmut Schubert und ich habe hoffentlich was Schönes für Sie dabei. Oh, garantiert. Komm ruhig ein Stückchen näher. Mein lieber Herr Gesangsverein, das ist mal Wuchs und Kraft hier. Ich zitiere mit ziemlicher Sicherheit auf das Jahr 1909, 1910. 1909 ist dieses Blatt entstanden. Und wenn Sie genau hinschauen, mit der Lupe hinschauen, dann können Sie die Rasterpunkte des Druckes sehen. Das gibt es also bestimmt sehr häufig, dieses Bild. Ganz typisch ist auch dieser ebonisierte Eichenrahmen, der ist auch um 1910. Was war das für ein Ausdruck?
eponisiert. Was heißt das? Ja, das ist eigentlich ganz einfach, heißt schwarz gemacht. Ach so. Ist das nicht geil, weißt du? Da liebe ich so an den Experten, weißt du? Die hauen dir hier Namen und Wörter raus, wo du denkst, Respekt, ja? Und dann hörst du mal aber, ja, der ist schwarz, weißt du, wo du denkst, ja, nee, ist klar. Ja. Gut, aber gut, Drucke wurden natürlich viel gemacht, damit haben die Künstler ja auch noch mal Geld verdient. Ja, richtig. Wo sie noch mal praktisch ihr Werk verkauft haben in großen Massen. Ja. Was ist denn jetzt so ein Druck wert? Also dieser Druck in dem Zustand 70, 80 Euro, mehr nicht. Dann lieber nicht. Und du sagst von vornherein, nö. Nein. Gar nicht erst probieren, ob die Händler vielleicht steil gehen oder sonst irgendwas. Nee. Man kann es versuchen, aber von 70 Euro auf 200 ist ja schon... Ist heftig. Ja. Pass auf, du bist ein ganz netter Kerl. Danke, dass du da warst. Und ich danke hätte auch. Ja sein können, ne? Wenn Sie später zu Hause mit der Lupe mal nachschauen und die kleinen Rasterpunkte sehen, dann können Sie das alles nachvollziehen, was ich Ihnen gesagt habe. Ich glaube Ihnen. Okay. Also wenn du schon mal bis da vorne gehen würdest, ich lasse dir das Bild gleich zukommen, ja? Alles klar. Danke dir. Okay, danke. Tschüss, komm gut nach Hause. Ja, tschüss. Auf jeden Fall gut zu wissen, was es überhaupt wert ist. Das hat man bisher noch nicht gewusst. Dass es nicht raus ist, naja, schade, aber für so wenig Geld auch nicht schön. Ich bin mal gespannt, was die Händler mit dem Hubschrauber machen, wie sie reagieren und ob sie ihn zum Fliegen bringen. Den einen oder anderen Spielzeugliebhaber gibt es auf jeden Fall unter den Händlern. Mal schauen, ob sie auch bieten. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Grüß Gott. Hallo, grüß Sie. Ich habe euch was mitgebracht. Sehr gut. Das ferngesteuerter Hubschrauber. Piccolo kann ich, du ist es. Komm, du hältst fest, ich kurbel. Aber schnell, Kurbel. Ein Helikopter. Halt. Ein bisschen drehen, dass er gerade steht. Dann hebt er ab. Jetzt macht er mal. Ja, das sagst du so. Ich will den nicht kaputt machen. Sie haben schon gewusst, warum Sie einen zweiten Propeller mitgebracht haben, oder? Ja, hab ich mir gedacht. Schnell drehen, schneller. Schneller. Schneller, noch, richtig schnell. Noch, ja. Oh. Oh je, eine glatte Bruchlandung. Und der Propeller scheint dahin. Susanne, ich hab dir doch gesagt, lass die Finger davon. Auf jeden Fall kaufen wir Ihnen Ihr Objekt jetzt schon einmal ab. Ja, das steht schon den fest. Haben wir schon so gut wie gekauft. Das tut mir echt leid. Aber nein, ist doch in Ordnung. Das kann man doch fliegen. Ja, ich möchte heute mal sagen, dass das nicht schlecht ist. Das ist ein schönes automatisch getrieben mit der Hand. Das Modell ist gebaut worden bis 70. Ich habe auch gesehen im Internet, die werden gehandelt zwischen 100 und 1000 Euro. Schon klar. Das ist natürlich auch immer eine Frage des Alters. Der Sammler sucht natürlich die Vorkriegssachen, weil die einfach rarer sind als die neuen. Und dann kommt es natürlich auch noch auf den Preis an, wenn jetzt eine Mechanik mit dabei ist, ein Spielwerk oder er bewegt sich von selbst oder sowas, dann ist es natürlich auch sehr gesucht und sehr teuer. Also wenn es im Internet zwischen 100 und 1000 stehen, dann fange ich mit 100 an. Ganz einfach. Okay, das ist ja schon mal ein Angebot. Ja, also sehen Sie. Ja, hat schon ein paar Marken, aber ist nicht verkehrt. Na tja, krieg ich ja verstanden. Ich sag 150. Es gibt auch Steifkliniken heute noch, wo man die noch restaurieren kann, weil es sind schon einige Stellen, das würde sich lohnen. Was meinst du, Ludwig? Na, denk schon. Alter? Ja, das ist ja das Besondere an ihm wahrscheinlich. Und er hat ja vorne sogar noch das Bändel, das die Kinder mal hinter sich hergezogen haben. Genau. Ich sag 160. Genügt Annette das schon? So ganz zufrieden bin ich damit noch nicht, weil ich um seine Wertigkeit ja nun auch weiß und etwas schlauer bin, als ich es vielleicht vor ein paar Wochen noch war. Das freut mich ja, dass Sie schlau sind. Aber wenn ich jetzt 170 Zoll, wer soll mir 200 geben? Da wird schon schwierig, weil das Rad kaputt ist. Und das kann man nicht mehr reparieren. Ganz schwer, das Rad kriegt man nicht mehr. Also. Nee, das kann man nur so lassen. Ich würde es reparieren lassen. Okay. Ja, gut. Das ist ja Eisen, das kann man ja schweißen, das geht. Ja, was macht man diese Arbeit? Macht, das mache ich selber. Also, bist du Schlosser? Immer schon gewesen, das weißt du doch. Ja, nein, ja, das ist gut. Also 160. Fabian, was ist mit dir? Hm. Naja, schön ist er. Sollen wir den Deal machen? Ich glaube, dann kriege ich ganz gewaltigen Ärger mit meinem Mann. Bei welcher Summe haben Sie denn keinen Ärger mehr zu Hause? Ich sage mal so, die 200er Grenze, die wäre schon ganz nett. Da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Was halten Sie denn von 180 Euro? Dann können wir auch auf 190 gehen. Annette pokert höher.
Gilt der Deal? Gut, das machen wir. Kommen Sie zu mir. Okay. 150, 70, 80, 90. Ich bedanke mich bei Ihnen. Danke auch. Auf Wiedersehen, die Damen. Vielen Dank. Bitte. Und einen schönen Tag. Danke. Ja, also. Tschüss. Ja, ich bin also schon ein wenig überrascht. Der Unterschied zwischen der Expertise und den Händlern, dem Angebot der Händler ist natürlich schon größer. Das war mir von Anfang an klar. Und bin aber dennoch zufrieden mit dem, was ich erreichen konnte. Es ist, liegt etwas über... Du bist es selbst. Also, habe ich euch überhaupt... Heinz Fiermann? Sven, grüß dich, hi. Wo hast du den her? Ist der noch aus deiner eigenen Kindheit? Nee, ich hatte so einen früher in meiner Kindheit. Und der ist mir vor Jahren, Jahrzehnten mal in so einem Drödelmarkt in die Hände gefallen. Da habe ich gedacht, das kaufe ich mir. Also womit ich jetzt gerechnet habe, ist alles, aber nicht, dass er wirklich fliegt. Ja, da musst du auch ordentlich für arbeiten, dass der fliegt. Habe ich gesehen. Wir haben hier einen sogenannten Sikorsky S55 von der Firma Arnold. Arnold, auch bekannter Blechspielzeughersteller, 1906. Wo waren die meisten Unternehmen mit Blechspielzeug? In welcher Stadt? Nürnberg. Nürnberg. Ja. Auch daher kommt letztendlich dieses Modell oder der Firmenname. Interessant ist, diese Sabena, das ist eine belgische Fluggesellschaft gewesen. Paris-Brüssel war letztendlich die Verbindung, die am meisten geflogen sind. Durch dieses Modell, den Sikorsky S55, kann man auch so ein bisschen Rückschlüsse ziehen, von wann das Modell ist. Er wurde, ich glaube, herausgebracht 52, 53. Also wissen wir schon ungefähr, von wann dieses Modell ist. Jetzt hat man ja diese Welle hier. Soll ich noch mal ganz kurz, damit... Es dreht sich ja nur der Hauptrotor, nicht der Heckrotor. Nee, nee. Wenn der in meinen Schnäuzer fliegt, ich sage. Ja. Also man sieht halt, über die Welle wird es übertragen, dann dreht es sich und hebt ab. Man kann ihn aber nicht richtig steuern. Aber die Firma war so schlau, die wusste ja, wie häufig er auf irgendeine Stelle stürzt. Da haben die hier vorne in dem Bereich noch mal einen Bügel als Verstärkung eingebracht. Ja, genau. Mhm. Ne? Den wir jetzt hier sehen, der ist im absoluten Top-Zustand. Man kann es nicht anders sagen. Also viel wurde damit nicht rumgekaspert oder geflogen. Ne? Ja, ist also ein sehr schöner Zustand. Bist du soweit durch? Ich wäre jetzt mal soweit durch. Das ist sehr schön. Warum will der Heinz den jetzt wieder verkaufen? Was soll ich denn damit? Ich kann ihn doch nirgends hinstellen. Mein Gut, der ist ja nicht so groß. Es ist ein Spielzeug, das man benutzt oder man stellt es irgendwie aus. Ja, aber den hast du ja gekauft aus Kindheitserinnerung. Ja, ne? Aber... Jetzt gut, ich quäl dich jetzt nicht lange. Was möchtest du denn mit dem Geld machen? Wieder in die Wirtschaft zurückbringen, aber in die Gastwirtschaft. In eine Gastwirtschaft. Ja. Das heißt, einer Frau, schön essen gehen. Wie viel Geld möchtest du denn haben dafür? Ja, ich dachte mal so 80 bis 100 Euro müsste schon. Was hast du bezahlt, weißt du noch? Ich weiß es nicht wirklich. Nee, wie lange ist das her? Das kann schon 10, 15 Jahre her sein. Vielleicht 20, 30 Euro oder sowas. Ja, vielleicht. Ja. Lieber Herr Sven Deutschmanek, ein Hubschrauber mit so wenig Flugstunden. Aus Frankreich rübergeflogen, mit eigener Garage, Originalgarage, mit allen Papieren dabei. Das heißt, man könnte ihn jederzeit starten. 80 bis 100 sind der Wunsch. Mal schauen, ob dieser Preis aus der Luft gegriffen oder erzielbar ist. Er hat es vorhin so schön erwähnt, eigentlich hat man mit solchen Objekten gespielt. Hiermit wurde tatsächlich nicht viel gespielt. Er ist im Top-Zustand. Selbst der Zusatzrotor ist noch mit dabei. Mhm. Werden bis 100 gehandelt. Also 100 Euro könnte ich... Ich habe die Uhr auf dem Speicher meines Onkels gefunden, unter mehreren Kisten. Und ich finde, sie sieht sehr schön aus, ist aber nicht direkt meine Stilrichtung. Aus welcher Epoche das Mitbringsel stammt, wird in der ausführlichen Expertise geklärt, auf die hier alle warten. Jetzt wird die außergewöhnliche Uhr genauestens untersucht. Lieber Elmar Fleur, ich finde den Nachnamen übrigens ganz spannend. Ich merke, dass ich mittlerweile sehr viel über Namen spreche, aber da muss ich direkt denken, Fleur de Sel, ne? Oh, Albert. Der Herr Meier geht direkt ans Eingemachte. Fleur passt auch zu Frankreich. Heißt Blume. Stimmt, Frankreich. Ja, und wir haben hier Frankreich. War denn jemand in der Verwandtschaft, Eltern, Großeltern, Frankreich orientiert oder? Nein, ehrlich gesagt nicht. Das ist ein Erbstück meines Onkels, beziehungsweise aus dem Nachlass von Onkel Fritz, der keine Kinder hatte und der ist letztes Jahr verstorben und da haben wir diese Uhr auf dem Speicher gefunden. Die Jugendstilrichtung ist nicht ganz meins für einen Kaminsims. Deswegen bin ich heute hier. Ja, ist das Jugendstil? Reiner Jugendstil. Reiner Jugendstil. Es ist Jugendstil vom Feinsten, vom Besten, lieber Horst. So mag ich ihn.
So mag ich ihn. Weißt du, wenn er so anfängt, dann sehe ich schon, wie die Händler hinten noch mal an einem Bankautomaten rennen müssen. Wo das wir bei Bankautomat gut. sind. Wie viel sollen die denn ziehen dafür, damit es hier bleiben darf? Ich für mich hatte als Bauchgefühl zwischen 150, 300 Euro mal in den Raum geschmissen. Aber ja. ich denke, der Experte kann da sicherlich was anderes zu sagen. Ja, du, da kommen wir jetzt gleich drauf. Jetzt gehen wir mal richtig tief rein. Was soll mit der Kohle passieren? Also ich würde ganz gerne einen Familienausflug machen, auch gerne über mehrere Tage, also nicht nur in die Rhön, aber schauen wir mal. Jugendstil vom Feinsten. Lieber Albert, bevor du da näher drauf eingehst, erklär mir erstmal, woran erkennt man jetzt Jugendstil? Ja, also den Jugendstil, der ist relativ einfach zu erkennen an diesem floralen Dekor, an diesem ausschweifenden Rundungen. Hier unten ist es signiert mit Claude Bonnefond. Das Material ist Zinkguss. Das ist schon doof. Patiniert. Ja, es ist keine Bronze. Das ist doof. Ja. Ich hätte jetzt auf Bronze gehofft. Das Zifferblatt ist emailliert, sind arabische Ziffern, ist bemalt, sehr, sehr schön. Sie hat ein einfaches Uhrwerk drin mit Schlag, Halbstundenschlag und Stundenschlag. Mhm. Ist relativ neu, das Uhrwerk, aber das war üblich. Dass man die Uhrwerke hat man einfach gekauft und dann in solche Uhren reingemacht. Die wurden in großen Stückzahlen produziert, deswegen sind die Uhrwerke auch nicht signiert. Und ihres ist auch nicht signiert. Jetzt habe ich aber direkt eine Zwischenfrage. Wenn du sagst, das Uhrwerk ist relativ neu, kann ich davon ausgehen, dass der Rest dann schon relativ alt ist? Oder passt das zum Jahrgang? Also in dem Fall habe ich mich ja nicht festgelegt, dass diese Uhr wirklich aus dem Jugendstil ist. Also, dieser Bär, den wir sehen, das ist ein Rollbär und wir haben ja schon ein paar Mal so Rolltiere gehabt, also hier hat sich kein Kind drauf gesetzt, sondern das ist ein sogenanntes Seetier. Du siehst hier vorne noch die Kordel und die Kinder haben das dann halt hinter sich hergezogen. Ja. Ne? Wir haben jetzt hier das Problem, dass eins von diesen gusseisernen Rädern tatsächlich mal gebrochen ist. Schade, aber die Kinder haben trotzdem mit weitergespielt und haben dann hier letztendlich die Beschädigung hervorgerufen, weil das Rad lief immer her und hat immer wieder rausgeratscht. Ja. Der Bär selber ist mit Holzwolle gefüllt. Ne? Der sah natürlich mal ein bisschen kuscheliger aus. Das ist braune Mohair. Man sieht, dass das hier einiges schon raus ist. Wir haben hier so ein paar Beschädigungen, die probiert worden sind, wieder zusammenzunähen. Es gibt aber Kriterien, die dafür sprechen, dass es sich tatsächlich um Steif handelt. So, und das will ich jetzt aber wissen, wie erkennt man das denn? Aber sie freut sich schon, ne? Annette steht schon direkt gerade, ne? So, Portemonnaie am Durchzählen, das könnte was werden, ne? So. Also es ist ganz einfach so, dass es kleine Details oder auch Merkmale gibt, die für Steif sprechen. Das sind einmal die sogenannten Schuhknopfaugen, dann die senkrecht gestickte Nase und auch dieses Untergestell. Dann haben wir noch zu dieser Zeit drei Krallen. Ist auch ein Indiz für steif, weil Bing hat bei dem frühen Teddybären vier Krallen gemacht. Ne? Ich würde diesen Teddy so um 1910, 1915 ungefähr einschätzen. So, dann kommen wir doch zur Wertfindung, mein Bester. Wir müssen diese ganzen Beschädigungen natürlich hier berücksichtigen. Mhm. Einmal das, dann haben wir hier oben noch mal eine Beschädigung. Dieses Lederhalsband, das ist auch echt. Also das hat jetzt nicht irgendwie einer da drum gekaspert, sondern das war tatsächlich da drum. Sie werden im Top-Zustand tatsächlich bis 1000 Euro gehandelt. Aber das Objekt oder der Bär, den wir jetzt hier stehen haben, der spiegelt nicht diesen Top-Zustand wider. Die 100 Jahre haben dem Bären zugesetzt. Wie viel ist er denn nun noch wert? Nichtsdestotrotz, er ist alt, ist ein frühes Stück, weil Steif selber gegründet 1880. In dem Zustand zwischen 400 und 500. Liebste Annette, das zu verwandeln obliegt natürlich deinem Verhandlungsgeschick. Hier ist die Händlerkarte. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, hier ist dein wunderschöner Bär. Dankeschön. Der ist wirklich hübsch. Liebe Annette. Bedanke mich. Dankeschön. Da vorne geht's den Gang lang. Danke. Bitteschön. Tschüss. Tschüss. Die Expertise hat mich total überrascht. Ich hatte den Bären doch nicht ganz so alt eingeschätzt. Und auch von seiner Wertigkeit bin ich total geflasht. Es war auch sehr interessant zu hören, welche Produktmerkmale das Tier quasi hat, um es als Steiftier einzuordnen. Es ist immer ganz unterschiedlich, was solche Objekte gerade auf dem Markt oder in Spielzeugauktionen bringen. Weil ich muss jemanden haben, der ausgerechnet dieses Objekt haben möchte. Er ist nicht im Top-Zustand, kann trotzdem restauriert werden. Und gerade in den USA gibt es eine sehr große Sammlergemeinde von Steiftieren. Diese Gestaltung, aber
Schön. Das ist überzeugend und schön, genau. Es ist eine gute Idee, die toll umgesetzt wurde. Heide, du begeisterst mich. Ich würde es jetzt schon kaufen, wenn du mir das so anpreist. Jetzt ohne Quatsch, sie sollte Verkäuferin werden. Ich hätte jetzt gesagt, nimm ich. Hätte schon gar nicht mehr gefragt, was das kostet. Ne? Ja, aber wenn du es weggibst, was soll es kosten? Ja, ist relativ schwer. Und ich habe selber jetzt noch mit dem Goldwert ein bisschen recherchiert. Das sind ja irgendwie ungefähr mindestens schon 500 Euro. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass ich mindestens 1000 Euro dafür bekomme. Ob die Brosche wirklich so viel wert ist? Liebe Heide, 500 Goldwert weiß sie, 1000 würde sie sich wünschen. Wo liegen wir? Der Goldwert alleine wäre mir auch zu wenig. Aber 1000 halte ich für zu hoch gegriffen. Immerhin ist es eine Brosche, die sich nicht so gut verkaufen lässt, nicht so gut ankommt in heutiger Zeit. Aber trotzdem würde ich hier sagen, 700 müssten drin sein. Okay. Für den Weiterverkauf. Ja, dann ist schon gar nicht so weit auseinander, ne? Ja. Du weißt, 500 ist Material, 1000 hättest du dir gewünscht, 700 sagt sie, genau. Sind 200 für den Juwelier, macht für dich 700, EK war bei dir gleich 0, also hast du 700. Wäre schön, ne? Ich meine, was die Händler machen, das wissen wir natürlich alles nicht, ne? Ja. Aber ich frage dich mal, was würdest du mit dem Geld machen? Hast du was Besonderes vor? Eventuell für den ersten Familienurlaub zu dritt oder ich investiere es vielleicht in meine Fotoausrüstung, weil ich gerne fotografiere, mal gucken. Das hört sich beides gut an. Das heißt, dann darf man noch gratulieren. Du bist gar nicht so lange Zeit Mama geworden. Genau. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich würde jetzt gar nicht mehr großartig nachfragen und sage, hier ist die Händlerkarte. Super. Weil wir haben so einige Schmuckexperten dabei. Bitte schön. Und die könnten da drauf, wie sagen wir, auf Hochdeutsch steil gehen. Gut. Ne? So, ich danke dir. Jetzt hast du alle Hände voll. Ne? Danke dir. Danke auch. Und da vorne geht es lang zum Händlerraum. Danke, war da vorne? Ja. So, danke dir. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. Ich freue mich, ich habe die Händlerkarte bekommen. Die Brosche scheint tatsächlich aus Italien zu stammen. Und jetzt bin ich gespannt, was die Händler sagen. Vielleicht kann ich den Preis noch ein bisschen höher handeln. Hat heute das letzte Stündlein für Elmar Flörs besondere Uhr geschlagen? Eins steht jedenfalls fest, er möchte sich davon trennen. Ich habe die Uhr auf dem Speicher meines Onkels gefunden, unter mehreren Kisten. Und ich finde, sie sieht sehr schön aus, ist aber nicht direkt meine Stilrichtung. Aus welcher Epoche das Mitbringsel stammt, wird in der ausführlichen Expertise geklärt, auf die hier alle warten. Jetzt wird die außergewöhnliche Uhr genauestens untersucht. Lieber Elmar Flör, ich finde den Nachnamen übrigens ganz spannend. Ich merke, dass ich mittlerweile sehr viel über Namen spreche, aber da muss ich direkt denken, Fleur de Sel, ne? Oh, Albert. Der Herr Meier geht direkt ans Eingemachte. Fleur passt auch zu Frankreich. Heißt Blume. Stimmt, Frankreich. Ja, und wir haben hier Frankreich. War denn jemand in der Verwandtschaft, Eltern, Großeltern, Frankreich orientiert oder? Nein, ehrlich gesagt. Sogenanntes C-Tier. Du siehst hier vorne noch die Kordel und die Kinder haben das dann halt hinter sich hergezogen. Ja. Wir haben jetzt hier das Problem, dass eins von diesen gusseisernen Rädern tatsächlich mal gebrochen ist. Schade. Schade, aber die Kinder haben trotzdem mit weitergespielt und haben dann hier letztendlich die Beschädigung hervorgerufen, weil das Rad lief mehr und hat immer wieder rausgeratscht. Ja. Der Bär selber ist mit Holzwolle gefüllt. Ne? Der sah natürlich mal ein bisschen kuscheliger aus, das ist braune Mohair. Man sieht, dass das hier einiges schon raus ist. Wir haben hier so ein paar Beschädigungen, die probiert worden sind, wieder zusammenzunähen. Es gibt aber Kriterien, die dafür sprechen, dass es sich tatsächlich um Steif handelt. So, das will ich jetzt aber wissen, wie erkennt man das denn? Aber sie freut sich schon, ne? Annette also, steht schon direkt gerade, ne? So, Portemonnaie am Durchzählen, das könnte was werden, ne? So. Also es ist ganz einfach so, dass es kleine Details oder auch Merkmale gibt, die für Steif sprechen. Das sind einmal die sogenannten Schuhknopfaugen, dann die senkrecht gestickte Nase und auch dieses Untergestell. Dann haben wir noch zu dieser Zeit drei Krallen, ist auch ein Indiz für steif, weil Bing hat bei dem frühen Teddybären 4 Krallen gemacht. Ne? Ich würde diesen Teddy so um 1910, 1915 ungefähr einschätzen. So, dann kommen wir doch zur Wertfindung, mein Bester. Wir müssen diese ganzen Beschädigungen natürlich hier berücksichtigen. Einmal das, dann haben wir hier oben noch mal eine Beschädigung. Dieses Lederhalsband, das ist auch echt. Also das hat jetzt nicht irgendwie einer da drum gekaspert, sondern das war tatsächlich da drum. Sie werden im Top-Zustand tatsächlich bis 1000 Euro gehandelt. Aber das Objekt oder der Bär, den wir jetzt hier stehen haben, der spiegelt nicht diesen Top-Zustand wider. Die 100 Jahre haben dem Bären zugesetzt. Wie viel ist er denn nun noch wert? Nichtsdestotrotz, er ist alt, ist ein frühes Stück, weil Steif selber gegründet 1880. In dem Zustand zwischen 400 und 500. Liebste Annette,
Das zu verwandeln obliegt natürlich deinem Verhandlungsgeschick. Hier ist die Händlerkarte. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, hier ist dein wunderschöner Bär. Dankeschön. Der ist wirklich hübsch. Liebe Annette. Bedanke mich. Dankeschön. Da vorne geht es den Gang lang. Danke. Bitteschön. Tschüss. Tschüss. Die Expertise hat mich total überrascht. Ich hatte den Bären doch nicht ganz so alt. Mensch, herzlich willkommen. Wir haben nur noch auf Sie gewartet. Kommen Sie doch rein. Geht los. Vor den Toren des Haber Club in Köln-Mülheim ist Annette Könemann angekommen. Mit dabei Meister Petz. Ich freue mich auf die Expertise, zu hören, welchen Wert der Bär hat. Ich sag 40. Wir müssen Ihnen das Ding jetzt hier abkaufen, jetzt haben wir den Salat. Ich sag ein Fuffi. 50 ist gut. Soll ich dir helfen, Wolfgang? Nein. Verkaufen Sie schon für 50? Nee. Dann sage ich Ihnen 60 Euro. 65. 70. Ich an Ihrer Stelle würde es nicht unter den Expertisenpreis verkaufen. Komm, gib mal her dann. Ja. Ja, genau, Walter, du machst es. Was sagen Sie denn zu 80 Euro? Immer noch nicht. Mm-mm. Was habt ihr euch denn vorgestellt? Ja, so 120, 130 Euro. Das ist ein bisschen verrückt. Ja, komm, 85. 85? Aber gut, ja. Was ist mit dir, Fabian? Dann sage ich noch 90. Ja, 90? Aber jetzt kommen wir der Sache schon näher, oder? Walter, sagst du noch was? Nee. 95. 95. 95. Hey? So? Ich weiß, was gut ist. Ja, Brali. Ja, ich sage noch 100 Euro. Ja, das ist doch gut. Das denke ich auch. Das ist gut. Ich gebe Ihnen 105. Das sage ich nichts mehr. Und was sagt der Verkäufer zu dem Angebot? Jo. Ah, ja. Na komm her. Kriegst du 105. Guter Deal. 50, 100, 105, gell? Alles klar. Danke. Vierte. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, das ist jetzt eine besondere Sache. Ganz was Ausgefallenes ist das. Und das muss man kennen. Ja, ich kann die Marke nicht. Es war natürlich so, dass der bei der Vorführung der eine Rotor abgebrochen ist, aber man hat den ruckzuck repariert. Und danach waren eigentlich einige schon begeistert. Die nächste Dame, die gerne eine Händlerkarte bekommen möchte, ist Eva Maria Thiemann. Sie hofft, ihr edles Goldstück in möglichst viel Bares zu verwandeln. Ich habe die Brosche ursprünglich geschenkt bekommen, um damit mein Brautkleid zu finanzieren, habe aber damals immer nur den reinen Goldwert angeboten bekommen und habe dann gesagt, dafür ist es zu schade. Ich würde es jetzt aber gerne noch mal wieder versuchen, weil ich sie nicht trage. Und mal gucken, wenn ich das entsprechende Angebot bekomme, würde ich sie auch verkaufen. Ansonsten überlege ich mir, ob ich sie vielleicht selber noch mal irgendwann trage oder weiter verehre. In die Begutachtung des Juwels vertieft sich unsere Schmuckexpertin Dr. Heide Rezipa-Zabel. Ach, die Heide vernachlässigt wieder. Hallöchen. Hallo. Ich bin der Horst. Wie heißt du denn? Eva Maria. Eva Maria. Ja. Und weiter? Thiemann. Thiemann. Was hast du da mitgebracht? Eine Brosche. Ach, das ist eine Brosche. Mhm. Aus Schild. Ne? Der sah natürlich mal bisschen kuscheliger aus. Das ist braune Mohair. Man sieht, dass das hier einiges schon raus ist. Wir haben hier so ein paar Beschädigungen, die probiert worden sind, wieder zusammenzunähen. Es gibt aber Kriterien, die dafür sprechen, dass es sich tatsächlich um steif handelt. So, das will ich jetzt aber wissen. Wie erkennt man das denn? Aber sie freut sich schon, ne? Annette also, steht schon direkt gerade, ne? So, Portemonnaie am Durchzählen, das könnte was werden, ne? So. Also, es ist ganz einfach so, dass es kleine Details oder auch Merkmale gibt, die für steif sprechen. Das sind einmal die sogenannten Schuhknopfaugen, dann die senkrecht gestickte Nase und auch dieses Untergestell. Dann haben wir noch zu dieser Zeit drei Krallen. Ist auch ein Indiz für steif, weil Bing hat bei dem frühen Teddybären vier Krallen gemacht. Ne? Ich würde diesen Teddy so um 1910, 1915 ungefähr einschätzen. So, dann kommen wir doch zur Wertfindung, mein Bester.
Wir müssen diese ganzen Beschädigungen natürlich hier berücksichtigen. Einmal das, dann haben wir hier oben nochmal eine Beschädigung. Dieses Lederhalsband, das ist auch echt. Also das hatten jetzt nicht irgendwie einer da drum gekaspert, sondern das war tatsächlich da drum. Sie werden im Top-Zustand tatsächlich bis 1.000 Euro gehandelt. Aber das Objekt oder der Bär, den wir jetzt hier stehen haben, der spiegelt nicht diesen Top-Zustand wider. Die 100 Jahre haben dem Bären zugesetzt. Wie viel ist er denn nun noch wert? Nichtsdestotrotz, er ist alt, ist ein frühes Stück, weil Steif selber gegründet 1880. In dem Zustand zwischen 400 und 500. Liebste Annette, das zu verwandeln obliegt natürlich deinem Verhandlungsgeschick. Hier ist die Händlerkarte. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, hier ist dein wunderschöner Bär. Dankeschön. Der ist wirklich hübsch. Liebe Annette. Ich bedanke mich. Dankeschön. Da vorne geht es den Gang lang. Danke. Bitte schön. Tschüss. Tschüss. Die Expertise hat mich total überrascht. Ich hatte den Bären doch nicht ganz so alt eingeschätzt. Und auch von seiner Wertigkeit bin ich total geflasht. Es war auch sehr interessant zu hören, welche Produktmerkmale das Tier quasi hat, um es als Steiftier einzuordnen. Es ist immer ganz unterschiedlich, was solche Objekte gerade auf dem Markt oder in Spielzeugauktionen bringen. Weil ich muss jemanden haben, der ausgerechnet dieses Objekt haben möchte. Er ist nicht im Top-Zustand, kann trotzdem restauriert werden. Und gerade in den USA gibt es eine sehr große Sammlergemeinde von Steiftieren. Und ich denke, dass die Händler sicherlich zugreifen werden und irgendeinen Käufer dafür schon im Hinterkopf haben. Klein, aber oho, ist das Schmuckstück, das Hartmut Schubert an den Mann oder an die Frau bringen möchte. Ich habe eine Damenuhr dabei, die meine Frau von meiner Mutter geerbt hat. Ich möchte die Uhr verkaufen, weil meine Frau sich eine zeitgemäßere Uhr, die man auch am Alltag tragen kann, davon kaufen möchte. Wie viel der neue Zeitmesser in etwa kosten darf, hängt nun von der Expertise ab. So, bevor wir flochten, da kommt schon jemand. Hallo. Erstmal die Dame. Ja, das ist, weil man hat diese tollen dekorativen Uhren dann auch in dieser Größe. Das ist ja wirklich ein kleines Prunkstück, muss man dazu sagen. Aber es ist keine Jugendstiluhr aus der Zeit. Nochmal, wann war die Zeit? 1900 bis 1905. 1900 bis 1905, also nur 5 Jahre gab es den offiziellen Jugendstil. Ja. Wurde aber, weil es schön war, immer mal wieder nachgefertigt, weil es immer noch Interessenten gab. So ist es. Gut, das ist also eine später gemachte. Wie alt ist denn diese Uhr dann? Diese Uhr dürfte sein 50 Jahre, 60 Jahre, sowas in der Richtung. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich auch nicht. Ich dachte, Fritz hätte die früher geholt. Ne? Das stimmt, ja. Ja, aber muss Ihnen aber dazu sagen, es gab vor 20, 30 Jahren gab es eine Zeit, da haben deutsche Antiquitätenhändler so eine Uhr gekauft, im Originalzustand, Bronze, also perfekt, sind nach China oder nach Asien gefahren, haben eine mitgenommen, haben 200 bestellt, haben 50 Mark pro Uhr bezahlt, dann wurden die perfekt kopiert, sind nach Deutschland gekommen, nach Europa, haben die für ganz großes Geld verkauft. Das war ein Riesenmarkt. Mhm. Was interessant ist an der Uhr, ist, dass es ein Freischwinger ist. Diese Freischwinger gab es schon im 18. Jahrhundert und wurden bis zum Jugendstil gemacht. Und das ist schon was Außergewöhnliches. Gut, dann fangen wir mal so an, bevor du jetzt einen Preis raushaust. Es ist eine schöne Jugendstil-Optik-Uhr. Freischwinger, was wieder gut ist. Ja. Sie ist sehr dekorativ. Funktioniert. Funktioniert. Also haben wir erst schon mal was Gutes. So. Das sehe ich gut. Genau. Sie ist natürlich ein Nachbau. Mhm. Trotzdem ist sie schön. Ja. 150 bis 300 fand ich nicht übertrieben für die Wertvorstellung. Denkst du? Ich sag 350. Das ist doch noch viel besser. Jetzt stell dir mal vor, du hättest eine echte gehabt. Da wärst du geschockt gewesen. Wie teuer wäre die echte? 1500, 2000. Mhm. Hätte ich dir gegönnt. Händlerkärtchen für dich. Prima. Viel Spaß. Dankeschön. Und ich könnte mir vorstellen, dass unsere Händler da drüben sich wahrscheinlich in die Wolle kriegen, weil der eine wird behaupten, das ist echt. Und der andere wird sagen, nur 80 Euro. Also das wird wahrscheinlich ein Bietergefecht. Würde mich freuen. Sollen wir ihm, nee, komm, wir bringen sie nach. Wir bringen sie nach. Ja, wir werden sie schon irgendwie dahin kriegen. Danke Alles dir. Klar. Da vorne geht's Dankeschön. Lang. Danke, Frau Besuch. Tschüss. Tschüss. Ja, es war ein langer Weg bis hierhin. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt gewesen. Aber letztendlich die Karte in der Hand zu halten, finde ich gut. Und ich bin gespannt. Ich freue mich jetzt auf die Händler, bin gespannt. Etwas nervös, aber ich versuche hart zu bleiben und die Brosche nicht unter Wert zu verkaufen. Immerhin ist das Juwel aus hochwertigem Gold. Und auch die Juwelierarbeit schlägt zu Buche. Hoffentlich wissen die Händler das zu schätzen. Grüß Gott. Hallo. 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 Guten Tag. Hallo, die Dame. Ich habe Ihnen eine schöne Brosche mitgebracht. Sehr gut. Die ich von meiner Mutter geschenkt bekommen habe.
Mhm. Oh, die sieht ja sehr extravagant aus. Bicolor. Schön. Tricolor. Gutes. So. Das sehe ich Murze ist natürlich ein Nachbau. Mhm. Trotzdem ist sie schön. Ja. 150 bis 300 fand ich nicht übertrieben für die Wertvorstellung. Was denkst du? Ich sag 350. Das ist doch noch viel besser. Jetzt stell dir mal vor, du hättest eine echte gehabt. Da wärst du geschockt gewesen. Wie teuer wäre die echte? 1500, 2000. Hätte ich dir gegönnt. Händlerkärtchen für dich. Prima. Viel Spaß. Dankeschön. Und ich könnte mir vorstellen, dass unsere Händler da drüben sich wahrscheinlich in die Wolle kriegen, weil der eine wird behaupten, das ist echt. Und der andere wird sagen, nur 80 Euro. Also das wird wahrscheinlich ein Bietergefecht. Würde mich freuen. Sollen wir ihm, nee, komm, wir bringen sie nach. Wir bringen sie nach. Ja, wir werden sie schon irgendwie dahin kriegen. Danke Alles dir. Klar. Da vorne geht's Dankeschön. Lang. Danke, Frau Besuch. Tschüss. Tschüss. Ja, es war ein langer Weg bis hierhin. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt gewesen. Aber letztendlich die Karte in der Hand zu halten, finde ich gut. Und ich bin gespannt. Ich freue mich jetzt auf die Händler, bin gespannt. Etwas nervös, aber ich versuche hart zu bleiben und die Brosche nicht unter Wert zu verkaufen. Immerhin ist das Juwel aus hochwertigem Gold. Und auch die Juwelierarbeit schlägt zu Buche. Hoffentlich wissen die Händler das zu schätzen. Grüß Gott. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, die Dame. Ich habe Ihnen eine schöne Brosche mitgebracht. Sehr gut. Die ich von meiner Mutter geschenkt bekommen habe. Mhm. Oh, die sieht ja sehr extravagant aus. Bicolor. Schön. Tricolor. Tricolor. Rot, Tricolor. Weiß, Gelb. Sieht aus wie ein Igel. Ja, genau. Italienische Produktion, 18 Karat Gold, sehr massive Ausführung. Das ist natürlich nicht so gefragt zurzeit, die Broschen. Darf ich da reinschauen? Ja, natürlich, gerne. Am besten ist immer, wenn man sie umarbeiten kann zu einem Anhänger oder anderweitiges. Ja, sie ist relativ schwer, die Brosche. Ja. Ich habe sie von meiner Mutter geschenkt bekommen, die hat sie von ihrer Tante geerbt. Und meine Großtante hat sich die wahrscheinlich selber gekauft in einem Italienurlaub. Und ich selber trage sehr selten nur Gold und auch gerade nicht so ein schweres Prunkstück. Das steht ja auch nicht. Das ist ja grottenhässlich, das Teil. Das ist eigentlich ganz schön gearbeitet, finde ich. So ein Blätterbusch. Und ich finde es zu schade, nur den reinen Goldwert jetzt zu bekommen, weil es schon eine schöne Brosche ist. Man hat ja immer die Hoffnung, dass Broschen mal wieder kommen, ne? Genau. Die sind im Kommen. Sind schon im Kommen, Fabian. Der Goldwert wird jetzt um die 500 Euro sein. Also da steht auch drauf, das wurde mal bewertet für die Versicherung. 2700 Euro ist ein Versicherungswert. Ja. Wenn man diese Brosche jetzt anfertigen müsste, da kommt das Gold plus die Arbeit plus die Mehrwertsteuer plus den Gewinn, dann komme ich ungefähr auf 2,7. Also wie viel ist der Goldpreis? 570 ungefähr. Dann war ich nicht so weit weg. Ja. Dann fange ich mal an bei 650 Euro. Das sind 100 mehr als wie der Goldpreis. Okay. Ich sag 700. Das ist besser. Vielleicht geht noch ein bisschen was. 750 Euro. 800. Sagst du Susanne, 800? Nicht unbedingt. Dann nicht unbedingt. Hier. Obwohl die Ihnen gut stehen würde. Ja, aber... Legt 59er drauf und sagt 13,50. Aber dann muss auch. Ist auch gut bezahlt. 14. 13,50. 14. Hartmut Schubert verhandelt hart. Mit Erfolg? Ja, jetzt der Stick nicht gezählt, magst du 14. Machen wir 1400. Bitteschön. Sehr gut. Verzeih, mein lieber Mann. Jetzt kriegen Sie nur 50er. Da ist der Milliard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ach, das ist doch ein Deal. Super. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschö. Es sind 1400 Euro geworden. Und die kommen jetzt in die Uhrenkasse von meiner Frau, denn die möchte sich jetzt eine neuzeitigere Uhr kaufen. Und wünsche ich ihr viel Glück bei. Glück kann heute auch Heinz Pfirmann gut gebrauchen. Er will mit seinem seltenen Objekt hoch hinaus. Ich habe ein kleines filigranes Spielzeug dabei, Blechspielzeug, das fliegen kann. Der Hubschrauber ist eine Erinnerung aus der Kindheit, aber man kann ja nicht die Kindheit immer nur aufbewahren. Und ich habe ja noch mehrere solche Blechspielzeuge und das eine, das wird nicht verkauft und den da versuche ich zu verkaufen. Aber zuerst muss unser Spielzeugexperte entscheiden, ob es sich um etwas Gewöhnliches oder eine teure Einzigartigkeit handelt. Ja,
Super. Ja. Ja, mit der Landung muss immer noch kräftig üben. Ja, ne? Also so ein Spielzeug habe ich, also wie oft ich schon gesagt habe, bei Bares für Rares habe ich noch nie gesehen, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich das sehr häufig. Deswegen schon, das hätte ich mich nicht beworben. Danke. Heinz, du bist es selbst. Also, habe ich euch überhaupt, Heinz Fiermann? Sven, grüß dich, hi. Wo hast du den her? Ist der noch aus deiner eigenen Kindheit? Nee, ich hatte so einen früher in meiner Kindheit. Und der ist mir vor Jahren, Jahrzehnten mal in so einem Drödelmarkt in die Hände gefallen. Da habe ich gedacht, das kaufe ich mir. Also womit ich jetzt gerechnet habe, ist alles, aber nicht, dass er wirklich fliegt. Ja, da musst du auch ordentlich für arbeiten, dass der fliegt. Habe ich gesehen. Wir haben hier einen sogenannten Sikorsky S55 von der Firma Arnold. Arnold, auch bekannter Blechspielzeughersteller, 1906. Wo waren die meisten Unternehmen mit Blechspielzeug? In welcher Stadt? Nürnberg. Nürnberg. Ja. Auch daher kommt letztendlich dieses Modell oder der Firmenname. Interessant ist, diese Sabena, das ist eine belgische Fluggesellschaft gewesen. Paris-Brüssel war letztendlich die Verbindung, die am meisten geflogen sind. Durch dieses Modell, den Sikorsky... Große Marke nicht. Ist 1920 gibt es eine Schiene-Uhr. Absolut. Ja, es ist für Jungs die Sachen da durchaus interessant. Ja. Deswegen sage ich 290. Sie haben noch gar nichts gesagt. Ich finde die sehr schön, weil das Ziffernblatt, das gefällt mir sehr gut. Den Lilien gibt ein bisschen Farbe in diese Bronze. Ja, jetzt schwart die nicht noch schöner, wie sie ist. Ich 300. Und dann ist aber der Ofen aus hier. Das wird ein richtiger Kampf, glaube ich, um diese Uhr. Also ich glaube nicht, dass die Experten sie so hochgeschätzt haben, aber das ist mir jetzt egal. Ich sag trotzdem 320. Wenn die Experten werden die 500 geschätzt haben. Nicht mal, glaube ich nicht. 220. Jetzt sind wir eh schon drüber wahrscheinlich. Nein. Sie sind noch nicht drüber. 400-500 haben die Experten gesagt. Nein, 500 nicht. Das ist doch nicht wert. Also 320. Einverstanden. Her zu mir. Deal. Gott sei Dank. Ich habe doch gesagt, die geht ins Allgäu. Haben Sie mir nicht zugehört? Das wusste ich von Anfang an. Ich habe gedacht, du schnappst sie mir noch weg, Ludwig. Dankeschön. Tschüss, Ade. Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Das war eine knappe Kiste. Ich hab dich schon wieder bieten sehen. Ja, war aber schön. Ja, sie ist schön. Ich habe 320 Euro erzielt. Und davon werden wir uns sicherlich mit der ganzen Familie einen schönen Tag machen können. Ja, das war es schon wieder. Mein Gott, geht das schnell vorbei. Also mir hat es Riesenspaß gemacht und ich hoffe Ihnen genauso wie mir. Ja, einen Wermutstropfen habe ich allerdings. Ich möchte Sie doch mal kennenlernen, in die Hand schütteln. Kommen Sie doch einfach mal vorbei. Aber nicht vergessen, Ihr Schätzchen müssen Sie mitbringen. Bis zum nächsten Mal. Weihnachten von der Oma, oder? Alles ganz anders. Ich dachte, mittlerweile hätte ich jede Geschichte gehört. Gut, jetzt bin ich gespannt. Also dieser Bär stammt aus einem alten Fachwerkhaus. Das hat mein Mann geerbt. Wir haben uns dieses Haus renoviert, bewohnbar gemacht. Und er gehörte unter anderem eben zum Inventar. Seit der Zeit habe ich ihn auch. Das ist jetzt schon eine Weile her. Eigentlich weiß ich nur, dass er wohl den Kindern, die zuletzt, also so um die Jahrhundertwende, da drin gewohnt haben, dass er wohl diesen Kindern gehört hat und dass sie damit gespielt haben. Ich habe recherchiert. Natürlich auch gibt es im Internet ähnliche Teddybären von verschiedenen Firmen oder eigentlich nur von zwei Firmen. Und das war mal ganz interessant, auch von der Preischarge zu gucken, wo liegt das denn überhaupt. Ah, da weißt du, hast du schon so eine Idee, ne? So ein bisschen. Dann sag mal, komm mal. Ja, also es gibt tatsächlich Angebote, die liegen zwischen 100 bis 1000 Euro. Ja. Dann ist es aber vielleicht auch ein Steif. Und ich vermute mal, dass das kein Steif ist. Ja, was möchtest du denn haben? Meine Vorstellung war so ungefähr 150 Euro. So, mein liebster Sven. Oh, du allwissendes Geschöpf der Spielsachen.